Einen wunderschönen guten Abend hier aus dem jetzt sonnigen Fernwald in Hessen. Ich begrüße Sie und euch heute alle zu unserer zweiten Folge der Veranstaltungsreihe der digitalen Helfer, digitale Einsatzmittel als Unterstützung in Kombination mit guter Taktik. Vegetationsbrände nehmen in unserem Einsatzgeschehen einen immer höheren Stellenwert ein. Der Klimawandel zeigt es, auch wenn wir im Moment eher das Thema Unwetter und Überschwemmungen haben. Ich hoffe, die meisten von euch sind davon verschont geblieben und werden es auch in Zukunft sein. Das sagen wir bei der Feuerwehr immer, das braucht kein Mensch. Aber heute ist das Thema, wie gesagt, Vegetationsbrand. Und bei diesen Einsatzszenarien, da werden Mannschaft und Gerät im Besonderen gefordert. Da kommt es eben darauf an, dass man die richtige Ausrüstung hat, die richtige Taktik wählt. Aber vor allem, wie bei so vielen Dingen bei der Feuerwehr, Informationsgewinnung ist alles, Wissen ist Macht. Ich freue mich, dass wir für den heutigen Abend einen Top-Referenten gewinnen können. Das ist der Louis Ebert, der wird sich gleich selbst vorstellen und er wird uns in einem spannenden Vortrag zeigen, was Taktik gepaart mit super guter Informationsgewinnung und dem richtigen Werkzeug beim Thema Vegetationsbrandbekämpfung zum Erfolg führen kann. Mein Name ist Marc Reitmeier. Ich bin von der ICAT GmbH und werde im Anschluss noch etwas zu unserem Produkt, zu der ICAT-App, die viele von euch ja schon kennen, erläutern. Danach dürft ihr Fragen stellen. Das könnt ihr über den Chat machen. Die werden uns dann von unserer Regie, von Eslin Braungart, die uns hier unterstützt, eingespielt. Wir werden uns im Anschluss an den Vortrag dann noch die Zeit nehmen, das mit euch zu besprechen. Aber wir freuen uns natürlich auch im Nachgang zur Veranstaltung auf viele Kontaktaufnahmen. Und auch da präsentieren wir euch gerne sowohl die ICAT-App als auch die Veranstaltungsreihe von Louis Ebert, an den ich jetzt sehr gerne übergebe. Louis, du darfst. Ja, hallo, moin moin, auch von mir aus. Herzlich willkommen. Ich schalte mich mal mit dazu, wink einmal in die Kamera und sage moin moin, hallo. Schön, dass ihr alle da seid, schön, dass ihr dabei seid. Ich möchte euch ein bisschen was zum Thema Grundlagen der Waldbrandbekämpfung, Vegetationsbrandbekämpfung erzählen und starte zunächst einmal mit einer kurzen Vorstellung. Ich bin 36 Jahre jung, alt, wie man es möchte, bin Berufsfeuerwehrmann bei einer hauptamtlichen Wachabteilung hier im Norden Schleswig-Holsteins und beschäftige mich seit 2003 mit dem Thema Wald- und Vegetationsbrandbekämpfung auf dem ehrenamtlichen Bereich mehr oder weniger. Und es geht dahingehend, dass ich unter anderem in den USA ausgebildet wurde zu einer Führungskraft, die Möglichkeit hatte, mit der sogenannten Hotshot-Einheit arbeiten zu dürfen, die Möglichkeit hatte, Hubschrauber zu fliegen und dort mit den Waldbrandbekämpfern halt sehr eng in Kontakt zu kommen. Insgesamt war ich 5, 6 Mal drüben in den USA, zuletzt 2010, und habe darüber hinaus ganz viele praktische Erfahrungen in Portugal, in Kroatien, in Schweden, in Spanien sammeln dürfen. Sogar in Polen waren wir schon und habe gerade auch in Portugal viele Live-Feuer erlebt, die wir selber aktiv auch mitgelöscht haben. Darüber hinaus bin ich seit knapp 10 Jahren Ausbilder kommunaler Feuerwehren im Bereich der Vegetationsbrandbekämpfung und habe mich im letzten Jahr dazu entschlossen, die Firma Fire Toolbox zu gründen. Fire Toolbox, junges Unternehmen. Wir haben ein Team hier in Norddeutschland, meine Jungs, die mich mit unterstützen, aber auch in Bayern. Und das Ziel ist es im Endeffekt, dass wir die Bekämpfung von Vegetations-, Wald- und Flächenbränden sicherer und effektiver gestalten wollen. Dafür verfügen wir natürlich auch über ein umfangreiches Portfolio, was ich euch nochmal ganz kurz mit ans Herz legen möchte. Zum einen bieten wir so etwas wie heute Online-Fortbildungen an zu den Themen Grundsätzen der Getreidefeldbrandbekämpfung, der Brandbekämpfung im Wald und viele, viele mehr, die wir jetzt nach und nach immer weiter aufbauen. Das Thema Sicherheit, das Thema Führungskräftefortbildung, all sowas wird dort angeboten. Und wir haben erste ganz positive Feedbacks bekommen, das muss man ganz klar sagen. Und unter anderem sagt man halt ganz klar, ihr macht Ausbildung auf Augenhöhe vom Feuerwehrmann für den Feuerwehrmann. Und es ist praxisbezogen, es bezieht sich auf das, was wir brauchen, nämlich auf Deutschland.
Darüber hinaus bieten wir sogenannte Hands-on-Training an, also praktische Trainings an. Wie gesagt, das mache ich seit 10 Jahren mehr oder weniger für die Feuerwehren, meine Kollegen auch. Das geht mal ins Getreidefeld, das kann aber auch mal im Wald sein. Nach Möglichkeit versuchen wir das natürlich mit Realfeuer zu machen, dass man im Endeffekt das Anwenden von einer Ausrüstung ausprobieren kann, eine Feuerpatsche, einen Löschrucksack, aber auch das, was wir vorher in der Theorie vermittelt haben, einfach praxisbezogen nochmal sehen und ausprobieren kann. Ich muss ganz klar sagen, der Feuerwehrmann ist immer mehr oder weniger ja derjenige, der viel ausprobieren und spielt. Und entsprechend dessen ist dieses Training perfekt dafür geeignet, dass wir wirklich halt auch ausprobieren und spielen können. Ich bin selber Feuerwehrmann, habe ich es nicht einmal kaputt gemacht und wieder repariert, kann ich es nicht beurteilen. Was wir dann natürlich auch noch drüber hinaus machen, ist das wirklich die Fortbildung für Führungskräfte. Das machen wir zum Beispiel am Sandkasten. Das machen wir im Rahmen von Einsatzübungen, wo dann die Führungskraft auch wirklich seine Einheit führen muss und ein Szenario zur Verfügung gestellt bekommt. Aber das machen wir auch durch Fachvorträge, dass man sagt, wir nähern uns nochmal Spezialthemen, wie hier so ein bisschen zu erkennen, zum Beispiel das Arbeiten im Gebirge oder Ähnlichem. Und Ziel ist es, dass die Gruppenführer und Einsatzleiter handlungssicherer werden, um zukünftig bei Vegetationsbränden helfen oder arbeiten zu können. Der Abschluss bildet natürlich auch die Beratung. Wir beraten sehr gerne bei der Beschaffung von Ausrüstung, beim Aufbau von sogenannten Spezialeinheiten. Das kommt immer mehr, dass sich Gemeinden, Landkreise zusammenschließen und dort Kräfte für den regionalen, aber auch für den überregionalen Einsatz halt bereitstellen, ausbilden, ausrüsten, um diese dann halt losschicken zu können. Und ganz klar gibt es auch die Möglichkeit, durch uns Ausbildungskonzepte zu erarbeiten, dass eben halt die Kräfte wirklich entsprechend geschult, sicher und effektiv in den Einsatz gehen können. Hier auch ganz klar, dass wir individuell auf Kundenwünsche eingehen und das ist unsere Spezialität. Es gibt bei uns nichts von der Stange. Das, was ihr haben wollt, was der Kunde haben will, das kriegt er auch. Lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt genug der Werbung. Wir starten mit meinem Vortrag. Der gliedert sich so ein bisschen in das Thema Grundlagen, Ausrüstung und eine Beurteilung auf. Begriffserklärung, Gefahren, PSA, über das wollen wir alles sprechen. Viele Dinge kann ich einfach jetzt hier nur, ich sag mal, ankratzen. Das kann ich nicht bis zur Veränderung fertig machen. Das sind diverse Themen, die in extra Vorträgen a 60 Minuten gehalten werden. Ich möchte euch einen Gesamtüberblick geben. Ich möchte euch auf gewisse Punkte einfach hinweisen, dass ihr hier heute ganz viel mitnehmen könnt, was auch zukünftig bei euch in den Wehren einfach umgesetzt werden kann oder worauf ihr bei Einsätzen im Getreidefeld oder auch im Wald einfach achten könnt. Starten wir mit den Grundlagen und zunächst müssen wir einfach mal ein paar Begriffe klären. Wir fangen damit an, dass wir uns das erste Feuer angucken, hier auf einem Stoppelacker, und wir beachten den Wind. Wir gucken jetzt gerade quasi so ein bisschen mit der Windrichtung. Ihr seht hier auch am Pfeil, wie der Wind geht, betrachten das Feuer in Windrichtung und stehen jetzt an der Rückseite des Feuers. Die Rückseite brennt gegen den Wind, es brennt meistens nur der Brennstoff, das Feuer ist nicht windgetrieben. Hier ist der perfekte Punkt, wo wir angreifen können, wo wir das Feuer perfekt, effektiv und sicher löschen können. Dann gehen wir über die Flanken vor. Wir haben im Blick Richtung Wind eine rechte Flanke und wir haben im Blick Richtung links eine linke Flanke. Der genaue Hingucker wird jetzt feststellen, dass wir beide Flanken durch kleine Flämmchen beurteilt haben und die linke Flanke etwas höher beurteilt wurde. Das ist die sogenannte dominante Flanke. Das seht ihr wunderbar hier, dass auf der rechten Flanke kaum Flammen zu sehen sind, hingegen auf der linken Flanke mehr Flammen zu sehen sind, die dann in die Front, also in den Teil, der windgetrieben ist, übergehen. Die Front ist das, was am schwersten zu bekämpfen ist. Und deshalb nähern wir uns immer über die Flanken von hinten der Front, um sie dann effektiv ablöschen zu können. Darüber hinaus gibt es das Gleiche, was wir eben für Stoppelacker gemacht haben, natürlich auch für den Wald. Es ist jetzt ein bisschen einfach dargestellt, sage ich mal, durch ein ganz kleines Feuer. Aber auch hier wieder, wir gucken mit dem Wind, beziehungsweise wir schauen, von wo der Wind kommt, gucken uns die Rückseite, die Flanken und die Front an. Auch hier wieder die linke Flanke, Blickrichtung, ist die weniger dominante Flanke. Das sieht man ganz klar daran, dass hier kaum Flammen zu sehen sind. Auf der rechten, auf der dominanteren Seite ist dies schon eher der Fall und es geht hier in die Front über. Ganz klar, dieses Bild, ein Löschrucksack, eine Feuerpatsche, 2 Minuten gearbeitet, das Feuer ist aus. Es geht hier zur Darstellung, das muss man ganz klar sagen.
bleiben wir im Wald und sagen, 80% der Waldbrände, die wir in Deutschland haben, sehen so aus. Es sind Bodenfeuer, die relativ in Anführungsstrichen leicht beherrscht werden können. Hier reicht es, mit einer Feuerpatsche zu arbeiten, mit einem Löschrucksack, natürlich aber auch mit Schlauchmaterial. Ich möchte grundsätzlich niemals nie sagen, es ist alles möglich, aber je effektiver wir arbeiten können, umso besser für uns. Was wir hier zusätzlich noch sehen, ist, dass das Feuer die Rückseite ist. Ihr seht das daran, dass der Rauch von rechts nach links getragen wird. Das heißt, der Wind kommt von rechts nach links. Das heißt, das Feuer, was wir hier sehen, ist die Rückseite. Wir können hier wunderbar angreifen. Was wir verhindern wollen, ist das hier. Und zwar das sogenannte Vollfeuer. Das passiert relativ häufig in Kieferschonungen oder bei extremem Brandverhalten. Das muss man ganz klar sagen. Hier können wir aktiv mit unserem Strahlrohr nichts machen. Der Baum brennt, es wird eventuell auch der nächste und der übernächste brennen. Wir müssen uns überlegen, kurz innehalten, wie kriegen wir das Feuer sicher wieder auf den Boden der Tatsachen zurück. Und im Zweifelsfall müssen wir 3-4 Bäume aufgeben, um sicher arbeiten zu können. Haben wir einen Hubschrauber zur Verfügung? Brauche ich Ihnen nicht zu, oder euch nicht zu erzählen, wie schwierig das ist, einen Hubschrauber zu bekommen, kann der natürlich die Flamme versuchen, aus dem Baum wieder runterzukämpfen, indem er sie ablöscht. Haben wir einen Fahrzeugmonitor vom TLF? Kann man auch das versuchen. Fakt ist aber auch, nach 1-2 Minuten ist das Tanklöschfahrzeug leer, es muss tanken fahren und eventuell haben wir das Feuer nicht ausbekommen. Verhältnismäßigkeit der Mittel, ganz wichtig. Wie kommt es überhaupt dazu, dass das Feuer vom Boden in den Baum läuft? Über die sogenannten Feuerbrücken. Das ist im Endeffekt, wie hier zu sehen, ein kleines Geäst, ein Gebüsch oder halt mehr oder weniger der nicht aufgeräumte Wald, wo die Bäume nicht entastet sind. Das sieht man hier, die Stämme sind wunderbar entastet. Es gibt hier kaum Potenzial, dass das Feuer, der Brand im Endeffekt hier über die Feuerbrücke hochlaufen kann. Das wird sich hier auch totlaufen. Nichtsdestotrotz ist das ein ganz klares Beispiel dafür, dass wir hier eine Feuerbrücke haben. Des Weiteren auch hier wieder nochmal die Beurteilung. Es ist so gut wie gar kein Wind zu sehen, weil der Rauch relativ steil nach oben steigt. Nichtsdestotrotz ist aufgrund dessen, so wie wir das Bild beurteilen, hier unbedingt, ja, mit großer Wahrscheinlichkeit die Front. Das heißt, wir würden uns über die Seiten dieser Front nähern und wir müssen halt zusehen, dass wir versuchen, den Feuerbrücken die Nahrung zu entziehen, dass es nicht zu einem Vollfeuer kommen kann. Wenn wir uns im Wald oder auch auf dem Getreidefeld bewegen, müssen wir uns ganz klar über das Thema Gefahren der Einsatzstelle auseinandersetzen. Die Gruppenführer, Aufwärts-, Zugführer, Ähnliches kennen ganz klar die Gefahrenmatrix und die ist auch zu größeren Teilen natürlich auch im Wald auf dem Getreidefeld grundsätzlich bei der Vegetationsbrandbekämpfung anzuwenden. Das erste Thema, Atemgifte, möchte ich jetzt in dieser Sekunde noch ein bisschen ausklammern. Da komme ich gleich später nochmal zu. Ich möchte jetzt schon mal die steife These aufstellen. Wir müssen uns immer mit leichtem Atemschutz schützen. Fakt ist hier auch, solange wir keinen unluftunabhängigen Atemschutz tragen, können wir uns nicht vor eventuellen CO-Gefahren schützen. Wie gesagt, wir kommen gleich nochmal dazu. Dann haben wir das Thema A wie Ausbreitung. Hier seht ihr im Endeffekt neu entstehende Brandherde durch Funkenflug, abseits der Feuerfront. Na, wir sehen hier so ein bisschen die Front. Aber was wir hier auch ganz klar sehen, ist, dass so eine Front nie unbedingt geradlinig verläuft. Das Feuer läuft nie geradlinig. Wir haben hier den sogenannten Finger. Das heißt, wenn wir hier im hinteren Bereich anfangen zu löschen, kann es durchweg passieren, dass uns das Feuer überrennt, einschließt, umrundet und wir nicht die Möglichkeit haben, rechtzeitig mehr oder weniger rauszukommen und begeben uns damit in Gefahr. Es wird immer so sein, dass durch Funkenflug, durch die Wahrscheinlichkeit, dass der Wind die Flammen vorantreibt, wir immer wieder Funkenflug haben, der neue Brandherde entstehen lässt. Sollten wir an der Front arbeiten, müssen wir immer darauf achten, dass auch im weiteren Bereich halt Flammen oder Brandherde entstehen können. Ein Thema, was nicht mehr nur präsent in Brandenburg ist, wir haben es in Hessen nun auch gehabt, dass wir munitionsverseuchte Flächen haben und auf dieser Fläche bricht ein Feuer aus.
erschwert uns massiv das Arbeiten. Grundsätzlich sagt man, wir haben einen Absperrradius von 1000 Meter rund um diese Einsatzstelle. Das heißt, keine Zivilisten, kein unnötiges Personal dürfen in diesen Radius. Und wir haben einen Betretungsverbotsradius von 500 Metern. Dieser Radius gilt auch nach oben. Das heißt, wenn der Hubschrauber oben rüberfliegt, muss er aus ungefähr 500 Meter Wasser abwerfen. Was kommt unten an? 0,0. Entsprechend dessen muss man sich auf andere Varianten einigen. Das ist in Lübten der Fall gewesen, das ist in Hessen der Fall gewesen, das ist regelmäßig in Brandenburg der Fall. Und so können sich die Feuer erstmal entwickeln. Wenn man dann mit den Feuerwerkern, mit ortskundigem Personal gesprochen hat und gesagt hat, okay, wir haben die Möglichkeit, uns mehr zu nähren, perfekt. Die 500 sind nicht in Stein gemeißelt, die 500 Meter, aber sie dienen erstmal als Richtwert. Ein sehr trauriges Thema. Die zweithäufigste Todesursache für Waldbrandbekämpfer in den USA nach dem Verkehrsunfall ist der sogenannte Witwenmacher. Äste, brennende Baumstämme, instabile Baumstämme, die uns während der Löschmaßnahmen auf den Kopf fallen und uns gegebenenfalls schwer verletzen oder sogar töten. Hier müssen wir besonders darauf achten. Das heißt, wir haben dafür zu sorgen, dass wir immer einen Blick nach oben, nach hinten, nach vorne, zur Seite und auch gegebenenfalls nach unten haben. Das ist ähnlich wie, wenn wir mit der Wärmebildkamera im Innenangriff arbeiten. Schaut nach oben, warnt eure Kameraden vor dieser Gefahr und sperrt diesen Bereich ab, solange keine Kettensäge vor Ort ist, kein Kettensägenteam, kein Feller vor Ort ist, der diesen Baum sicher fällen kann. Das muss nicht unbedingt ein angebrannter Baum sein. Denkt an die Sturmlagen, ihr geht danach in den Wald, der Wald ist voller Totholz, ihr müsst ein Feuer löschen und die Bäume sind nach wie vor aber instabil. Achtet darauf, im Zweifelsfall geht ein Meter mehr weg und informiert eure Kameraden. Als nächstes beschäftigen wir uns mit dem Thema Ausrüstung. Wir wollen über die PSA reden, aber auch über das Thema Löschmaßnahmen oder Ausrüstung für die direkte Brandbekämpfung. Ich habe es eben angesprochen, wir müssen den Helm im Einsatzfall im Wald tragen. Und zwar von Aussteigen, Löschfahrzeug, bis Einsteigen und nach Hause fahren. Der wird uns natürlich vor so einem umstürzenden Baum nicht schützen, aber kleinere Äste wird er wohl abhalten. Dieser Helm, den wir hier haben, gibt verschiedenste Varianten, Formen, Fabrikate, ist jetzt natürlich nicht unbedingt etwas, was für die Vegetationsbrandbekämpfung geeignet ist oder konzipiert wurde. Er ist eventuell schwer, er hat einen schlechten Tragekomfort. Ja, er soll uns im Innenangriff und vor möglichsten weiteren Gefahren bei der technischen Hilfe oder sowas schützen. Wo ich euch aber darauf hinweisen möchte, ist das Eingekringelte. Bitte nutzt das Visier im Vegetationsbrand nicht. Das ist ähnlich wie, wenn wir bei der Motorkettensäge arbeiten, dass wir ein Gittervisier haben, damit sich dort die Abgase der Motorkettensäge nicht drunter sammeln können und wir sie einatmen. Und das Gleiche mit dem Visier beim Vegetationsbrand. Unabhängig davon, sobald ihr merkt, dass ihr Rauch unter dem Visier habt, werden euch die Augen drehen und ihr werdet freiwillig die eben noch durchgeführte Maßnahme beenden. Welcher Helm sich natürlich ein bisschen anbietet, ist auch hier verschiedene Hersteller. Es geht mir im Endeffekt darum, er ist leicht. Er ist fürs lange Tragen geeignet und er hat gegebenenfalls, wie ihr hier in dem zweiten Helm seht, ein Belüftungssystem, so dass unser Kopf, der ja der größte Wärmetauscher am Körper ist, hier ganz klar ein bisschen zirkulieren kann und man entsprechend dessen halt dafür sorgt, dass man nicht eine Hitzeerschöpfung oder einen Hitzekollaps erleidet. Die Variante, die ihr hier im Vordergrund seht, ist ein Helm getragen von einer Flammenschutzhaube. Auch dies ist durchaus möglich, aber man muss halt auch ganz klar sagen, dass diese Einsatzkraft irgendwann auch mal eine Pause braucht, um den Kopf zu lüften. Näher gehen wir vom Kopf weiter an den Körper und sagen ganz klar, wir brauchen leichte, einlagige Schutzkleidung. Auf der linken Seite zu sehen, möglichst in der Signalfarbe, dass wenn wir im Vegetationsbrand im Rauch stehen, uns jemand noch erkennen kann, sei es der Hubschrauber, sei es die andere Einsatzkraft oder Ähnlichem. Und wir haben gleichzeitig einen ganz klaren Schutz vor der Sonne. Dunkle Kleidung heizt sich natürlich umso mehr auf.
soll aber natürlich nicht das Modell auf der rechten Seite mindern. Das möchte ich auf keinen Fall mitteilen. Im Endeffekt muss man sich ganz klar überlegen, was ist für mich der beste Tragekomfort, was erwarte ich von meiner Jacke, was erwarte ich von meiner Hose gegebenenfalls sogar, und entsprechend dessen muss nach einem Trageversuch gekauft werden. Diese Schutzkleidung rechts ist auch für die technische Hilfe geeignet und entsprechend mit Normen versehen. Das kann man durchaus machen, gerade bei Klammern, Kassen wird man nicht 6 verschiedene Ausrüstungsuniformen für jede Einsatzlage im Spind haben. Aber bitte beachtet eins, und zwar sollte ihr zur technischen Hilfe fahren, Benzin und Öl aufnehmen nach Verkehrsunfall, reinigt die Schutzkleidung, weil sonst passiert das, was in dem linken Bild passiert ist. Das ist eine 100%ige Baumwollhose gewesen, die mit Benzin getränkt war, unwissentlich, und jetzt am Feuer entsprechend nicht mehr das getan hat, was sie kann. Also sie hat den Träger, die Einsatzkraft, gut geschützt. Er hat keine schwere Verbrennung davon getragen, aber jetzt ist die Funktion der Hose passé, die kann ich wegschmeißen. Das darf im Einsatzfall nicht passieren. Gleichzeitig ist es ganz klar darauf zu achten, dass sie die geeigneten Schutzhandschuhe tragt. Im Zweifelsfall müssen es bei der direkten Brandbekämpfung erstmal die Brandschutzhandschuhe für den Innenangriff sein. Ja, schwer, nicht atmungsaktiv, bin ich völlig bei euch. Aber was habt ihr sonst dabei? Was auf keinen Fall geht, sind nicht geeignete Arbeitshandschuhe, wie ihr sie hier zu sehen habt, die einfach mal ganz schnell beim Feuer schmelzen und mal eben alles aufgeben und euch zweifelsfrei die Hände verbrennen. Weitere Schutzkleidung, um das zu ergänzen, ist noch ganz klar eine gasdichte Rauchschutzbrille, die aber auch gleichzeitig vor brennenden Partikeln im Auge schützt. Eine Feuerschutzhaube, da haben wir eben drüber gesprochen, möglichst einlagig, aber immer mit dem Gewissen, dass wir regelmäßig unseren Kopf lüften müssen. Und wenn es geht, ein leichter Atemschutz. Hier sind wir wieder bei dem Thema Atemschutz. Links im Bild eine Einsatzkraft aus dem Hessischen, ganz klar einlagig, alles perfekt mit einem leichten Atemschutz. Rechts ohne Atemschutz, eine Einsatzkraft aus Portugal. Aber im Endeffekt, wenn man die Bilder vergleicht, das sieht schon relativ gleich aus. Und die Kollegen in Portugal haben natürlich diverse Feuererfahrungen, die tragen das tagtäglich und sind zufrieden damit. Warum gehe ich so auf das Thema Atemgifte ein? Guckt euch diese zwei Bilder an. Links eine Einsatzkraft von der spanischen Spezialeinheit vom Militär nach 6-stündigem Einsatz. Der Filter ist genau, wie ihr es alle von Corona kennt, sonst weiß. Und genauso seht ihr hier die P3-Filter, die in einer Halbmaske waren. Auch die sind eigentlich so weiß gewesen, wie an den Rändern zu sehen. Jetzt kann man sich mal überlegen, nach 6, 7, 8 Stunden Einsatz, müssen wir natürlich auch erstmal haben, das ist völlig klar, aber nichtsdestotrotz, wenn die so schwarz oder so braun sind, möchte ich nicht wissen, was in der Zeit ohne Atemschutz bei uns in den Lungen passiert ist und sich in den oberen Atemwegen abgesetzt hat oder auch in den unteren Atemwegen. Was ich hier noch ganz klar in Klammern geschrieben habe, ist das Thema Nachlöscharbeiten. Bei den Nachlöscharbeiten kommen die Staubpartikel hoch, die Nanopartikel hoch, die es sogar zwingend erforderlich machen, rein theoretisch einen FFP3 zu tragen, um das Krebsrisiko zu minimieren. Wir reden hier ganz klar über das Thema Feuerkrebs. Die Initiative kann ich nur insofern unterstützen, als dass ich sage, tragt Atemschutz. Und ganz klar, hier nochmal, wir haben keinen Schutz vor einer CO-Konzentration. Ich sehe die Gefahr der CO-Vergiftung in einem Vegetationsbrand als gering an. Ich möchte sie nicht ausschließen. Aber wenn ich als Einsatzkraft merke, dass ich im Rauch stehe und das permanent und ich habe keinen Atemschutz dabei, habe ich grundsätzlich schon etwas falsch gemacht. Weil wenn ich in dem Rauch stehe, ist es meistens der Fall, dass ich vor der Front stehe, weil ich stehe dann im Wind. Natürlich gibt es auch Einsatzstellen, wo der Wind permanent runtergedrückt wird durch atmosphärische Bedingungen oder Ähnlichem. Dann muss ich mir auch überlegen, ob ich ohne Atemschutz überhaupt weiterarbeiten kann. Wie diese sogenannte Halbmaske aussehen kann, habe ich hier euch nochmal auf dem Bild dargestellt, links zu sehen. Es ist ein integrierter FFP3-Filter, der in dieser Maske verbaut ist, beziehungsweise den ich auswechseln kann. Der wird in eine Tasche eingefügt. Und ich habe gleichzeitig einen Nacken-, aber auch Kinnschutz, um mich vor Wärmestrahlung zu schützen und um meine Atemwege vor Wärmestrahlung zu schützen. Das muss man auch ganz klar dazu sagen. Das rechte Bild, ähnliches Beispiel. Ich habe hier eine feste Halbmaske, die auf der Nase sitzt, und habe hier entweder einen FFP3-Filter
oder einen Avex-Filter, den ich vorschrauben kann, den ich nach Einsatz austausche, ich desinfiziere oder wasche, desinfiziere die Halbmaske, wasche den gelben Nomex-Stoff, habe das Gerät danach wieder einsatzbereit mit einem neuen Filter und kann aufs nächste Feuer los. Guckt danach, schaut, wie ihr euch schützen könnt. FFP2, FFP3 wäre besser und guckt, ob ihr es gegebenenfalls gleich mit einer Halbmaske nutzt, so dass ihr auch weiter gegen Wärmestrahlung euren Nacken und natürlich die oberen Atemwege schützt. Jetzt noch etwas zum Thema Ausrüstung. Wir alle kennen bei der offensiven Brandbekämpfung die deutsche Feuerpatsche. Das Ziel der deutschen Feuerpatsche ist es im Endeffekt, dass man ein bisschen übers Feuer rüberstreicht und jetzt versucht, die Flamme zu ersticken. Sobald wir ein bisschen höheres und stabileres Gestrüpp wie in der Heide oder sowas haben, ist der Fall, dass diese Eisenplättchen sich hochstellen und wir dann das Feuer natürlich nicht mehr ersticken können. Vorteil ganz klar, wir haben eine unendliche Löschwirkung. Ne? Geht kein Wasser aus. Das Einzige ist, es ermüdet irgendwann. Wir sind schnell und mobil, wir können mit der Feuerpatsche super irgendwo angreifen. Hier auch ganz klar, deshalb auch in dem Bild dargestellt, versucht truppweise vorzugehen. Zwei Feuerpatschen, gegebenenfalls zusammen mit einem Löschrucksack und ihr habt einen sehr guten Löscherfolg. Kleine Anekdote, wir haben diese Trainings mit Feuerwehren durchgeführt und es gibt immer wieder Feuerwehren, die ihren Stil gekürzt haben, weil er nicht mehr aufs neue Löschfahrzeug gepasst hat. Und spätestens, wenn Sie jetzt am Feuer stehen, wissen Sie, warum dieser Stiel eigentlich 2 Meter lang ist und jetzt nur noch 1,50. Die können nicht mehr nah genug ans Feuer ran. Der Löscherfolg dieser gekürzten Feuerpatsche ist gleich null. Ich möchte euch jetzt nochmal eine Variante aufzeigen, einer anderen Feuerpatsche. Diese kommt aus Spanien. Das ist einmal das Modell, das wir jetzt mit der Feuerpatsche, wie hier im Hintergrund zu sehen ist, definitiv auf den Boden hauen. Wir erschlagen das Feuer. Wir streicheln es nicht mehr, sondern jetzt ist Ruhe, Gewalt angesagt. Wir versuchen, das Feuer zu erschlagen. Was ihr hier ganz klar seht, ist der Löschrucksack und die beiden Angesprochenen im Trupp, gegebenenfalls noch einer mehr, weil wir arbeiten immer im Trupp, egal wo wir uns befinden. Es sind immer zwei. Wenn sich einer verletzt, kann der andere ihn retten. Und diese arbeiten wunderbar ab. Der Löschrucksack kämpft die Flammen runter und die Feuerpatschen gehen hinterher. Auch hier ganz klar, unermüdlich, schnell und mobil. Unendlich, aber natürlich ermüdend. Und was ich eben nicht angesprochen habe, ist die sogenannte Kontrollschwelle. Bis wann kann ich eigentlich die Feuerpatsche wirklich einsetzen? Kann ich sie noch bei einer 3 Meter Flammenlänge, Flammenhöhe einsetzen? Nein, das muss vorher schon jedem klar sein. Das geht nur in der Grasfläche, das geht nur auf der Rückseite von der Front. Ich komme nicht gegen eine immense Feuerwand an. Das funktioniert nicht. Wer mehrere Informationen zu diesen Modellen haben möchte, das ist die sogenannte Alaska-Feuerpatsche. Und diese kommt auch von der Firma Wolfirist, ist auch einfach nur Wolfirist-Feuerpatsche genannt. Hier ganz klar bei der Alaska gibt es zwei Funktionen. Das eine ist das Hauen mit einem Teleskopstiel, der noch den Peitschen-Effekt ein bisschen unterstützt. Und ich habe die Möglichkeit, durch die querstehenden Lamellen auch ein bisschen Nachlöscharbeiten zu betreiben. Da, wo wir früher immer den Fuß eingesetzt haben und das nochmal so ein bisschen ausgetreten haben, können wir jetzt wunderbar diese Feuerpatsche nutzen. Ich habe es eben mehrfach angesprochen, jetzt ganz klar der Löschrucksack. Mittlerweile Standard auf jedem Löschfahrzeug des Bundes, aber auch bei vielen Feuerwehren selbst angeschafft. Super, sehr effektiv für die direkte Brandbekämpfung, aber natürlich auch für die Nachlöscharbeiten. Ich habe 20 Liter Wassereinhalt, egal welches Modell, wir pendeln uns alle immer so um die 20 Liter ein. Wir sind mega schnell und mobil und wir können richtig was reißen damit. Aber auch hier ganz klar, das ermüdet irgendwann. Einmal die 20 Liter auf dem Rücken zu tragen, aber das andere natürlich auch zu pumpen, relativ nah an den Flammen zu stehen, wie ihr in dem Bild seht. Und ich muss ihn natürlich irgendwann nachfüllen. Auch das ist ganz klar. Hier rechts im Bilde kann man nachfüllen, einmal diese Variante, dass man ihn oben aufschraubt, man kann ihn absetzen und füllt das dann entsprechend über einen Schlauch nach. Hier sogar nochmal mit einem kleinen Sieb versehen, dass diese Dreckpartikel nicht reinkommen und im Zweifelsfall die Pumpe verstopfen. Und so sieht das aus, wenn ich jetzt das Feuer mehr oder weniger bekämpfe. Achtet darauf, wassersparend einsetzen. Es geht nicht darum, die 20 Liter so schnell wie möglich leer zu machen. Es geht eher darum zu gucken, dass ich effektiv damit arbeiten kann. Es gibt ein weiteres Modell von der Firma Scotty, das kann man hier, glaube ich, auch ganz klar sagen. Die haben die Variante, dass man mit einem Gardena
Zwischenstück auf Gardena hier ganz klar eine permanente Wasserabgabe machen kann. Man muss diesen Löschrucksack nicht absetzen. Man füllt das vorne eine Spritze an und füllt den Wasserrucksack stehend ohne weitere Handgriffe einfach schnell wieder auf. Das ist einmal die Variante mit dem T-Abgangsstück. Und hier ist die Variante direkt am Verteiler auf Gardena, dass man hier den Schlauch vom Löschrucksack direkt anschließen kann. Was wir darüber hinaus haben, es ist ehrlich gesagt nicht das Mittel meiner Wahl, weil es einfach sehr bodenabhängig ist, aber es durchaus Erfolge führen kann. Das ist die Sandschaufel mit dem Sandwurf. Das ist das, was man früher zuhauf gemacht hat, wenn irgendwo früher es gebrannt hat, die Dorfbewohner unterstützt haben, dann haben die entweder Äste genommen, Zweige mit frischem Laub und haben angefangen, das Feuer auszuschlagen. Oder sie haben halt eine Schaufel genommen, haben angefangen, damit eine Schneise anzulegen oder haben angefangen, halt Sandwurf zu machen. Ist im Endeffekt wie der Pulverlöscher, ein ähnlicher Löscherfolg und hilft wunderbar, die Hitze rauszunehmen. Allerdings muss man ganz klar sagen, ihr braucht nicht die Plattschaufel, weil die kommt gar nicht in den Boden, sondern eher so eine Forstschaufel, eine Schaufelspaten heißt das, glaube ich. Und man muss halt ganz klar sagen, ihr braucht einen Boden dafür. Ne? In Brandenburg, wo der Boden grundsätzlich sandig ist, Perfektamento, muss ich einmal nur durch ein bisschen die Humusschicht und dann bin ich da, wo ich hin will, kann da die Erde wunderschön rausholen. In anderen Bereichen oder gerade im Gebirge ist das schwierig. Was ich dann noch mit vorstellen möchte, ist das sogenannte Gorgui. Das ist ein Mehrzweckwerkzeug, kommt auch aus Spanien, wo es im Endeffekt darum geht, ich kann hacken, ich kann graben, ich kann harken. Es ist absolut vielseitig einsetzbar. Ich habe mehr oder weniger 4 Werkzeuge in einem. Alles geeignet für die direkte Brandbekämpfung, aber, und das seht ihr hier in dem Bild, vornehmlich für die indirekte Brandbekämpfung. Ich möchte jetzt hier einen Brandstreifen anlegen, eine Feuerschneise mehr oder weniger, versuche mich auf dem Mineralboden vorzuarbeiten. Auch hier ganz klar ermüden. Ne? Ich muss hier richtig ackern. Da geht der Feuerwehrmann lieber mit einem Schlauch vor, als das und löscht, sofern er das Wasser dabei hat, als dass er mit der Hacke arbeitet. Das ist etwas in unwegsamem Gelände, wo ich nicht mehr weiter vorankomme, wo mein Fahrzeug nicht hinkommt, wo ich eventuell keinen Schlauch habe. Ich habe einen Löschrucksack, ich habe eine Feuerpatsche und ich habe gerade auch für Nachlöscharbeiten, wo ich nochmal so ein Glutnest aus dem Boden rausholen muss, habe ich die Möglichkeit, das freizulegen, zusammen mit dem Löschrucksack ein bisschen Wasser reinzugeben, das durchzumischen, wie früher am Sandkasten, Baggermatsch zu produzieren und schwuppdiwupp habe ich die Möglichkeit, hier wunderbar Nachlöscharbeiten betreiben zu können. Und sollte es dann dazu kommen, dass ich einen Wundstreifen, Brandbegrenzungsstreifen oder Ähnlichen anlegen muss, ist das eigentlich auch ein Werkzeugmittel der Wahl. Es gibt darüber hinaus die Ulmer Hacke, es gibt noch die Pulaski, es gibt die Wiederhopfhaue, die ganz viele kennen. Alles das sind diese Werkzeuge, die mehr oder weniger die gleiche Funktion erfüllen. Ich habe exemplarisch jetzt mal eins rausgesucht. Jetzt sind wir schon so langsam im dritten Bereich. Das ist natürlich ein schneller Durchgang, ich weiß. Ich versuche mich selber noch mal ein bisschen abzubremsen. Auf jeden Fall sind wir jetzt im Bereich der Beurteilung. Wir wollen das LACES-Schema, die LACES-Regel einmal durchgehen und dann möchte ich das mit euch noch mal in einem Anwendungsbeispiel ein bisschen üben. LACES-Schema kommt aus den USA, ist entwickelt worden nach diversen Unfällen bei der Vegetationsbrandbekämpfung. Man hat immer wieder festgestellt, dass immer wieder die gleichen Fehler gemacht wurden. Und unter anderem ist dann dieses System des Lookout, Anchor Point, Communication, Escape Route und Safety Zone entstanden. Ich habe das mal ein bisschen ins Deutsche gebracht. Der Beobachtungsposten, der Ankerpunkt, die Kommunikation, der Rückzugsweg und die Sicherheitszone. Wir starten mit dem Beobachtungsposten, der einen Überblick über die gesamte Einsatzstelle haben sollte. Im Endeffekt ist diese Person oder auch mehrere die wichtigsten Personen an der Einsatzstelle. Diesmal ist es nicht der Einsatzleiter, weil das sind unsere Sicherheitsassistenten, das sind unsere Beobachtungsposten, die das Feuer beobachten, die das Wetter beobachten, die gegebenenfalls unsere eingesetzten Kräfte beobachten und ganz klar Lageänderungen im Blick haben und damit immer wieder ganz klar unseren Gruppenführer, unserem Einsatzleiter Informationen zukommen lassen. Hey, der Wind hat gedreht. Hey, das Feuer droht jetzt über die Straße zu springen. Hey, das Feuer ist über die Straße gesprungen. Und es gibt natürlich auch
im Endeffekt die Variante, dass Kräfte gewarnt werden müssen. Unsere Einsatzkräfte. Hey, das Feuer dreht und läuft jetzt auf deine Position. Du musst da jetzt verschwinden. Das ist die Aufgabe des Beobachtungsposten. Hat der Beobachtungsposten, wie hier in dem Bild, nicht den direkten Zugriff auf die Einsatzkräfte, dann müssen wir einen weiteren Beobachtungsposten direkt bei den Einsatzkräften positionieren. Als nächstes A, der Ankerpunkt. Der Ankerpunkt soll die Kräfte vor einem möglichen Einschluss vor Feuer schützen. Das heißt, wir müssen ihn möglichst an einer natürlichen Barriere wie einer Straße, einem Fluss, einem Weg oder ähnliches, müssen wir unsere Löschmaßnahmen beginnen. Und daraus entsteht der Ankerpunkt. Ich versuche das mal ein bisschen bildlich darzustellen. Und zwar haben wir hier ein Feuer. Wir sind an der Rückseite des Feuers. Ihr seht ganz klar, der Rauch wird von unserer Position weggedrückt. Das heißt, wir gucken mit dem Wind. Wir haben wieder unsere linke Flanke und wir haben unsere rechte Flanke. Und wie ihr hier unten sehen könnt, steht hier das Löschfahrzeug. Ist in diesem Fall ein Pickup, und die Einsatzkräfte beginnen von der linken Flanke aus das Feuer zu bekämpfen. Der Ankerpunkt ist jetzt im Endeffekt genau der Kreuzungsbereich und das Fahrzeug, wo es darum geht, dass das Feuer nicht in unseren Rücken laufen kann. Das heißt, das Feuer müsste über die Straße, über das Löschfahrzeug, über das Wasserbassin rüberspringen, um dann über das links liegende Waldstück zurück in unsere Position zu laufen. Und das ist so gut wie ausgeschlossen. Und das gilt genauso auch beim Getreidebrand, wo es natürlich durch eine kleine Windänderung viel, viel schneller zu diesem Ereignis des Einschlusses kommen kann. Von hier aus beginnen wir auf der Rückseite über die linke, augenscheinlich dominierendere Flanke, zumindest das, was wir jetzt hier gerade sehen, die Löschmaßnahmen. Dann kommt dazu das Thema Kommunikation. Kommunikation sagt, jede Einsatzkraft muss jederzeit über Lageänderungen und Gefahren gewarnt werden können. Ist dies aufgrund von Digitalfunk, Netzabdeckung im Wald, nicht möglich, müssen wir uns eine andere Variante überlegen. Das ist die Variante, dass wir eine Signalpfeife mitführen und uns vorher entsprechend Signale vereinbaren. Das kann das Rufen sein, sofern wir uns noch alle sehen und dann sind wir auch in Hörweite. Oder das kann auch die Variante sein, dass wir sie vereinbaren, wenn die Fahrzeuge anfangen, die Martinshörner zu ziehen, dann heißt das raus. Was heißt raus? Raus heißt, wir arbeiten uns über unseren Rückzugsweg in einen sicheren Bereich. Hier in dem Bild ganz klar zu sehen, wir parken die Fahrzeuge in Fluchtrichtung. Das heißt, das Fahrzeug hat schon fast damit, oder der Einsatzleiter, der Fahrzeugführer hat damit gerechnet, dass das Feuer gegebenenfalls dreht. Das ist passiert, ich war live dabei und hat sein Fahrzeug entsprechend schon rückwärts in diese Einsatzstelle reinfahren lassen. Das heißt, wenn jetzt, wie hier zu sehen ist, auf einmal zu einer Lageänderung kommt, der Wind hat gedreht, das Feuer nimmt zu, das Feuer gewinnt an Intensität, kann ich mit meinem Fahrzeug schwuppdiwupp dem Feuer wegfahren. Wenn ich nicht weiß, wo der Weg im Wald hinführt, muss ich gegebenenfalls rückwärts fahren, wenn es keine Möglichkeit gibt, umzudrehen. Weil im Zweifelsfall muss ich sonst durch Flammen durchfahren oder ins Ungewisse. Das wollen wir nicht. Der Rückzugsweg bedeutet aber auch ganz klar, ich muss von meinem Ankerpunkt beginnend mich über die Flanke vorarbeiten und es kommt jetzt zu einer Lageänderung und meine Flanke ist auf einmal die Front, muss ich zurück und dann gehe ich natürlich am einfachsten am Schlauch zurück. Das ist wie beim Innenangriff. Der Schlauch ist in dem Moment meine Lebensversicherung. Bin ich mit dem Löschrucksack und mit der Feuerpatsche unterwegs, auch hier geht der Weg natürlich ganz klar zurück, wo ich gekommen bin, weil da bin ich mir sicher, dass ich das eigentlich ganz gut unter Kontrolle habe. Ja, hätte Fahrradkette, das muss man auch ganz klar sagen. Natürlich kann es auch passieren, dass unser Rückzugsweg abgeschnitten wird. Da müssen wir uns was Neues überlegen. Grundsätzlich, alle Punkte, die ich bisher angesprochen habe, muss für jede Einsatzkraft ersichtlich und bekannt sein. Das heißt, wir treten hinterm Fahrzeug an und unser Gruppenführer teilt mit, du bist Beobachtungsposten, lieber Maschinist. Die Kommunikation ist klar, der Ankerpunkt, wir greifen von hier vorne an, der Rückzugsweg ist vor euch am Schlauch zurück und der führt in eine sichere Zone, in die sogenannte Sicherheitszone. Dieser Bereich ist sicher vor Feuer. Entweder
ist das natürliche Lichtung, natürlicher Platz, ein Parkplatz oder ähnliches, wo ich mich zurückziehe. Erfahrungsgemäß ist das ganz oft der Bereich, wo ich im Endeffekt mein Fahrzeug abgestellt habe, weil ich möchte ja nie, dass mein Fahrzeug anfängt zu brennen. Entsprechend groß muss das aber auch dimensioniert werden. Habe ich 5 Löschfahrzeuge plus Mannschaft, reicht es nicht, wenn ich einen Platz habe, wo nur 2 Löschfahrzeuge stehen können. Dann ist das kein sicherer Bereich für alle Kräfte. Da muss ich mir halt einen zweiten Bereich überlegen. Und natürlich, wenn neben mir ein Gebüsch bis zu 5 Meter hoch ist und das Gefahr droht zu brennen, habe ich natürlich eine Flammenlänge, Flammenhöhe, die unbeschreiblich ist, und dann kann mein Fahrzeug natürlich nicht unmittelbar daneben parken, weil dann habe ich in meiner sicheren Zone absolut nichts gewonnen. Was aber auch unsere sichere Zone ist, gerade beim Getreidefeld ist es noch ein bisschen einfacher, weil der Boden relativ schnell auskühlt, ist der verbrannte Bereich. So wie die Einsatzkraft hier gerade eine Front bekämpft. Sie arbeitet aus dem Verbrannten heraus. Das Feuer kann drehen und wenden, wie es möchte. Im Endeffekt kann mir im verbrannten Bereich nichts passieren. Ich bin relativ safe und komme aus der Nummer relativ zügig wieder raus. Fakt ist aber, auch mein Fahrzeug kann in diesem Bereich parken. Ich muss darauf achten, dass es nicht zu einer Wiederentfachung kommen kann und dass ich einen kühlen Bereich habe. Es bringt mir nichts, in der Feuerzone, in der Sicherheitszone zu stehen und zu tanzen, weil mir die Füße wegbrennen, weil es doch noch so warm ist und die Schuhe so in schmelzen. Darauf muss ganz klar geachtet werden. Grundsätzlich gibt es den Begriff aus dem Amerikanischen, one foot in the black, immer ein Fuß im Schwarzen. Kommt es zu einer Lageänderung, bin ich dem verbrannten Bereich relativ nah. Ich versuche ja immer zwischen verbranntem und unverbranntem Bereich zu löschen. Das ist ja mein Ziel. Kann ich mit einem Schritt relativ schnell ins Verbrannte und gut ist. Bei der defensiven Taktik, wo ich weit weg vom Feuer bin und eine Schneise anlege oder ähnliches, da ist es ganz klar schwieriger. Da muss ich dann wirklich einen Rückzugsweg haben und ich muss entsprechend einen Bereich haben, einen sicheren Bereich, wo ich mich zurückziehen kann. Und wo gleichzeitig auch meine Kräfte gesammelt werden. Ne? Es hilft nichts, dass jeder in irgendeine Zone läuft und keiner weiß mehr, wo der andere ist. Hier ist es ganz, ganz wichtig, hier ist es ganz klar wichtig, dass wir einen definierten Bereich haben, wo alle hinlaufen, damit wir durchziehen können und feststellen können, ob wir vollzählig sind. So. Das Ganze wollen wir jetzt mal ein bisschen praktischer darstellen. Wir haben eine Alarmierung. 15.08., 13 Uhr, Feuerwald, vermutlich eine unklare Rauchentwicklung in Fernwald an der Landesstraße am Rettungspunkt Gießen 9. Alarmierte Kräfte, bisher nur die Feuerwehr Fernwald. So, was haben wir als erste Infos? 15.08., es ist August. Erfahrungsgemäß ist das warm draußen. Na, wir kommen gerade aus dem Pool. Der blöde Melder hat geklingelt. Wir müssen los, schnell abtrocknen, Abfahrt. Und 13 Uhr, das heißt, es ist Nachmittag. Wir haben jetzt mit der absolut größten Wahrscheinlichkeit das Hauptfeuer überhaupt, weil es ist trocken, die Luftfeuchtigkeit ist gering, die Temperaturen steigen, also nicht trocken, sondern ja, die Luftfeuchtigkeit ist gering, die Temperaturen steigen. Es kann jetzt Das Feuer hat jetzt, der Brand hat jetzt das größte Potenzial. Das müssen wir bedenken, während wir zum Gerätehaus fahren. Und wir sind Gruppenführer, sind vorne rechts eingestiegen. Erster Gruppenführer natürlich, wie soll es anders sein? Alle anderen sagen, oh, Vegetationsbrand eventuell hatten wir noch nie. Wir steigen mal lieber hinten ein. Und ich habe ein Tablet zur Verfügung und gucke mir erstmal schon mal an, was ich hier überhaupt sehe. Wo muss es hingehen? Ah, Gießen 9, alles klar. Ortsausgang Fernwald. Rundumkarte. Ich habe hier den Rettungspunkt benannt. Das ist Gießen 9, ganz klar. Und ich gucke mal, was ich drumherum habe. Ich habe hier augenscheinlich ein bisschen Landwirtschaft. Ich habe hier schon in Parzellen oder im Niedersächsischen heißt es Jagen eingeteilte Waldstücke, wo ich dann, wenn ich jetzt Rückmeldung geben muss oder auch Kräfte nachführen muss, halt ganz klar schon mal benennen kann, sind wir im Waldstück 209 oder sind wir im Waldstück 204? Das macht natürlich einen himmelweiten Unterschied, wenn Kräfte, die nicht bekannt sind, einfach in den Wald geschickt werden. Also ortsunkundige Kräfte. Wir sind aber ortskundig. Alles gut, alles safe. Dementsprechend gucken wir uns jetzt nochmal die Satellitenaufnahme des Bereiches an und stellen fest, oh, mit Landwirtschaft hatten wir recht. Hier in den Bereichen wird augenscheinlich Stroh angebaut. Ebenfalls hier in diesen Bereichen
Ich habe das auch nochmal markiert. Aber wir haben hier natürlich ein riesengroßes Waldstück. Auch hier könnte es brennen. Wir wissen ja noch nichts. Ne? Das heißt Feuerwald, Rauchentwicklung, kann alles oder nichts sein. Was uns aber sofort ins Auge sticht, ja, ist die Bebauung. Die ist ein Stück weiter weg. Aber wir haben hier ein Photovoltaikfeld. Ja, auch das ist eine kritische Infrastruktur. Hier müssen wir im Endeffekt auch auf den Schutz dieses achten. Aber erstmal fahren wir los. Ja, auf Anfahrt. Wir haben dann auf einmal am Gießen neuen Rettungspunkt diesen Blick aufs Feld und stellen fest, oioioi, brennt wo wirklich? Toi, 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 es ist nicht der Wald. Es scheint ein Stoppelacker zu brennen. Das sehen wir hier ganz klar in dem Moment, wo wir hier schon drüber fahren. Fassen wir nochmal ganz klar zusammen. Welche Infos haben wir? Wir sind alarmiert zu einer unklaren Rauchentwicklung. Es ist bisher nur die Feuerwehr Fernwald alarmiert worden. Viel mehr Infos gibt es nicht. Wir haben natürlich jemanden am Rettungspunkt angetroffen. Der hat nochmal ganz klar gesagt, ich war der, der angerufen hat. Und wenn du da runter guckst, brennt's. Jo, haben wir gesehen. Alles klar. Was haben wir für Wetter? Haben wir uns auch schon drüber unterhalten? 13 Uhr, größte Feuerwahrscheinlichkeit, größtes Potenzial der Brandausbreitung, der Brandintensität. Und wir fangen an, unseren Rauch zu lesen. Leichter, gräulicher Rauch, Feuer aus, nein, leichter, gräulicher Rauch, leichter Brennstoff. Es brennt Gras, es brennt das Stoppelfeld. Ja, so in dieser Richtung. Mittlerer Brennstoff wäre die nächsthöhere Kategorie. Jetzt reden wir von Gebüsch. Wir reden von kleineren Bäumen, die eventuell brennen, von Totholz, was im Wald liegt oder ähnliches. Das ist so ein bisschen, schon dunklerer Rauch. Und jetzt ist das, was wir hier im unteren Bereich sehen, das ist rein theoretisch die Rauchentwicklung für den schweren Brennstoff. Jetzt brennt der Baum. Oder das Auto im Wald oder die Reifen im Wald. Das ist halt auch ganz klar. Das muss man auch ganz klar sagen. Aber definitiv sehen wir hier eine dunkle Rauchentwicklung. Das heißt, irgendwas scheint da noch zu brennen, außer dem Stoppelfeld. Ganz klar, Brennstoff haben wir schon gesagt. Wir sehen das Stoppelfeld. Wir haben aber auch hier ein Potenzial im rechten Bereich, dass hier das Feld noch in der Ehre steht. Also vermutlich erst Anfang August, Mitte August, wir sind in der Erntezeit. Vermutlich wird hier irgendeine Erntemaschine brennen und das Feuer hat sich entwickelt. Behaupte ich jetzt einfach mal so. Natürlich weiß ich aber auch, wie das Szenario weitergeht. Wir sind angekommen und bevor wir irgendwas machen, ist hier der Trupp schon mal vorgeprescht. Das wollten wir nicht. Wir haben erstmal angefangen, das Feuer zu definieren und zu beurteilen und haben festgestellt, der Wind treibt das Feuer von uns weg. Das heißt, wir haben eine linke, eine rechte Flanke und wir haben die Front und natürlich die Rückseite. Warum ist in diesem Fall die rechte Flanke dominanter? Wir sehen ja eigentlich gar keinen Flammenunterschied oder wir sehen nicht, dass in der linken Flanke keine Flammen sind oder so. Das ist erstmal die Flanke, die wir angreifen müssen, weil das Feuer augenscheinlich hier in unseren anliegenden Nadelwald sich ausdehnen könnte. Aus diesem Grund gehen wir über die rechte Flanke zur Front vor, um eine weitere Ausbreitung so schnell wie möglich zu minimieren. In der Mitte dargestellt brennt natürlich der Mähdrescher. Wie sollte es anders sein? Den lassen wir jetzt natürlich, weil der schon im Vollbrand steht. Das Ding können wir nicht mehr retten. Der steht im Vollbrand. Der hat einmal durchgezündet aus unerklärlichen Gründen. Den können wir nicht mehr retten. Das heißt, wir versuchen jetzt, die Ausbreitung zu verhindern und werden uns später dann mit Schaum oder Ähnlichem natürlich dann auch dem Mähdrescher nähern. Wir fangen wieder an und sagen ganz klar, wir brauchen Beobachtungsposten, der jetzt das Feuer beobachtet. Ihr habt gerade das Bild gesehen, ich gehe gerne noch mal eins zurück. Der Beobachtungsposten steht hier und beobachtet unsere Einsatzkräfte, dass die Rauchentwicklung, das Wetter, da kommen wir gleich zu, und er versucht, das wird schwierig, aber eventuell kriegt er es hin, versucht hier auch ein bisschen zu gucken, ob das Feuer gegebenenfalls hier schon in das Wäldchen, in die Nadelwald reingelaufen ist. Da wir natürlich um 13 Uhr nicht über die Masse an Einsatzkräften verfügen, ist der Kollege nebenbei auch noch der Maschinist. Es hilft alles nichts, aber der bleibt am Auto und der kann möglichst viel beobachten. Was er auch machen muss, ist, er muss Wetter nehmen. Das seht ihr hier dargestellt auf dem Wetterboard, wo es jetzt darum geht, ich brauche ein lokales, örtliches Wetter. Es hilft mir nichts, jetzt die DWD-Station
in Gießen zu befragen, wie das Wetter wird. Ich muss vor Ort gucken. Ich habe euch bewusst jetzt schon mal ein paar Zeilen eingespielt. Versucht man, alle 20 bis 30 Minuten das Wetter zu nehmen, möglichst mit einem mobilen Wettermessgerät, was ihr hier auf der rechten Seite seht. Da gibt es verschiedenste Hersteller. Wichtig ist im Endeffekt, dass wir eine Temperatur, eine Luftfeuchtigkeit und eine Windgeschwindigkeit brauchen. Die Windrichtung wird das Gerät uns nicht ansagen. Wir sind ja aber Pleatsch. Halten wir kurz mal ein bisschen ein Flatterband in die Höhe und schwuppdiwupp sehen wir, von wo der Wind kommt. Um 13 Uhr alarmiert. Um 13.20 Uhr haben wir das erste Wetter genommen. Wir haben 29 Grad, 32% Luftfeuchtigkeit und 12 Kilometer Wind aus West. Windrichtung lassen wir noch mal kurz außen vor. Da kommen wir gleich noch mal zu. Ansonsten seht ihr hier oben eine Ampelphase. Rot heißt immer blöd. Also, Temperaturen über 30 Grad haben wir zum Glück nicht. Das heißt, wir sind im gelben Bereich. Eine Luftfeuchtigkeit unter 30% haben wir im ersten Moment nicht. Das heißt, auch hier bleiben wir im gelben Bereich. Und eine Windgeschwindigkeit unter 15 Stundenkilometer. Wir sind im grünen Bereich. Das heißt, wir haben ein gelbes, grünes Feuer. Das heißt, die von uns angenommene Brandintensität ist nicht ganz so extrem, als wenn alles in dem roten Bereich wäre. Dreimal rot heißt 30, 30, 30 Regel. Temperaturen über 30 Grad, Luftfeuchtigkeit unter 30% und die Windgeschwindigkeit in km/h gemessen über 30 Stundenkilometer in Böen oder auch im konstanten Wind bei uns draußen auf dem Feld. Herzlichen Glückwunsch. Jetzt haben wir das perfekte Feuerwetter. Dieses Feuer, dieses rote Feuer anhand des Wetters zu bekämpfen, ist extremst schwierig. Wir können sofort nachalarmieren, wir können Logistik nachfordern. Das wird dauern. Und wir haben mit Brandintensitäten, Brandausbreitungen zu rechnen, die wir eventuell nicht beherrschen können. Das muss man bedenken. Ganz klar auch, rot heißt, unsere Einsatzkräfte sind bis aufs Äußerste involviert in diesen Einsatz, die sind bis aufs Äußerste gestresst, die müssen zeitnah ausgetauscht werden. Wir haben das Wetter jetzt ein bisschen hier weiter durchgespielt bis 14 Uhr. Die Temperaturen haben sich nicht großartig geändert. Ja, wir sind jetzt mit Temperatur rot im roten Bereich. Luftfeuchtigkeit sind wir auch im roten Bereich. Aber nach wie vor ist die Windgeschwindigkeit sehr gering. Der Wind kommt konstant aus West. Das heißt, ja, es wird schwieriger für uns zu arbeiten, aber wir sind noch nicht an 30, 30, 30 herangekommen. Zum Glück. Das war der Beobachtungsposten, der das Wetter gemacht hat. Jetzt haben wir gesagt, wir brauchen einen Ankerpunkt. Haben wir auch bereits darüber gesprochen. Wir nehmen die Straße als Ankerpunkt. Na, das Feuer soll weder hier über unsere Straße springen und uns in den Rücken laufen, noch dass wir versuchen, es hier halt nach wie vor rauszuhalten. Also gehen wir hier mit unserem D-Material vor. Wir reden hier von Flammen. Höhen von 30, 40 Zentimeter, gerade hier in dem hinteren Bereich, in dem vorderen Bereich, bei den Flammenlängen sieht das schon ganz anders aus, interessiert uns in der allerjetzigen Sekunde auf diesem Bild erst einmal nicht. Wir greifen die Flanke an, um zu schauen, dass wir die Ausbreitung an der rechten Flanke verhindern. Wir haben eine Sicherheitszone benannt, weil wir noch am Anfang der Löschmaßnahmen stehen und weil der Mähdröscher in unserem verbrannten Bereich brennt, ist nicht unbedingt der verbrannte Bereich der perfekte Bereich. Das muss man ganz klar an dieser Stelle sagen. Nichtsdestotrotz haben wir da, wo wir unsere Fahrzeuge geparkt haben, den sicheren Bereich. Wir können mit beiden Fahrzeugen wunderbar nach rechts ausweichen und wir haben gestrichelt dargestellt, auch hier ganz klar den Rückzugsweg, nämlich am Schlauch zurück zu den Fahrzeugen. Das soweit zur Beurteilung des Feuers. Kommen wir nochmal auf den Wind. Und wir haben festgestellt, der Wind kommt aus West. Das heißt, hier ist unsere Fläche, die brennt. Ja, hier fehlt jetzt der Wald. Das ist halt mit dem Sandkastenbeispiel nicht ganz tausendprozentig übereingekommen. Aber das Feuer entwickelt sich ja von links nach rechts. Das heißt, was wird als nächstes betroffen, wenn wir es an dem Getreidefeld nicht zum Stehen kriegen oder an dem Stoppelacker? Dieser Bereich. Und zwar sowohl der Bereich mit den Photovoltaikanlagen als auch hier schon gegebenenfalls der Waldbereich. Jetzt wird es interessant, ist es wirklich ein Nadelwald oder ein Laubwald? Der Laubwald wird das Feuer eher sogar stoppen. Der Nadelwald wird es eher noch unterstützen. Bevor
wie ich jetzt noch viel mehr erziele, würde ich jetzt schon zum Ende kommen. Es ging jetzt nicht darum, das Feuer zu löschen. Es ging jetzt darum, einfach euch so ein bisschen darauf zu sensibilisieren, was wir vorhatten. Und Marc wird gleich an dieser Stelle nochmal einsteigen und weitermachen. Ganz kurz zusammengefasst, im Schnelldurchlauf, PSA und Atemschutz im Vegetationsbrand, beides muss geschehen. Leichter Atemschutz versus unabhängiger Atemschutz. Auch dafür gibt es Indikationen, wie zum Beispiel den brennenden Mähdrescher. Aber nach Möglichkeit leichte und immer vollständige PSA. Dann, welches ist die unfallträchtigste Gefahr an der Einsatzstelle? Haben wir darüber gesprochen. Das ist für uns momentan der sogenannte Witwenmacher. Und benenne drei Ausrüstungsgegenstände für die offensive Brandbekämpfung. Kann sich jeder mal auf seine Liste schauen. Der Löschrucksack, die Feuerpatsche und gegebenenfalls der Schlauch. Alle drei zusammen. Perfekt, wunderbar. LACES-Regeln muss jeder kennen und sie im Einsatz anwenden können. Auch hier ganz klar, Entschuldigung, Beobachtungsposten, Ankerpunkt, Kommunikation, Rückzugsweg und Sicherheitszone. So, jetzt habt ihr schon die nächste Folie gesehen. Ich bedanke mich recht herzlich für eure Teilnahme, auch wenn das über einen Livestream läuft und man natürlich Corona-bedingt sich immer noch nicht so wirklich sehen kann. Ich habe hier nochmal Namen und Firmen und Feuerwehren aufgeführt, die mich bei dem Bildmaterial unterstützt haben. Habt ihr interessantes Bildmaterial, was wir zur Auswertung nehmen können, nicht zum auf den Finger zeigen, sondern zur Auswertung nehmen können, schickt uns das gerne zu. Und solltet ihr Fragen haben, meldet euch auch gerne an info@firetoolbox.de. Dort werden ich oder mein Team ganz klar antworten. Und dann möchte ich noch mal ganz zum Schluss etwas Werbung machen. Und zwar machen wir nächste Woche Montag noch einmal eine Fortbildungsschulung zum Thema Getreidefeldbrandbekämpfung. Kann ich wärmstens empfehlen. Wie gesagt, wir hatten jetzt einige Teilnehmer, die ganz klar gesagt haben, top, weitermachen. Und wir werden am 5.7. unsere nächste Online-Fortbildung durchführen. Dort wird noch jetzt geklärt, welches Thema kommt. Wenn ihr euch bei uns auf der Homepage in den Newsletter eintragt, seid ihr die Ersten, die erfahren werden, um welches Thema es geht. Das Ganze ist natürlich nicht kostenlos, das muss ich auch ganz klar dazu sagen. Nichtsdestotrotz freue ich mich auf die Teilnahme. Wir haben immer einen sehr lehrreichen Abend gehabt, haben auch viele Fragen noch beantworten können und auch im Nachwege nochmal ein, zwei Kameradinnen und Kameraden mit Infos versorgt. Das ist super angekommen. In diesem Sinne, lieber Marc, übergebe ich an dich und bedanke mich recht herzlich für eure Teilnahme. Ja, lieber Luis, erstmal danke dir für den anschaulichen Vortrag. Also ich denke, jeder, der zugeschaut hat, der hat auch was gelernt dabei. Wir machen das jetzt so, ich werde jetzt nochmal einen kleinen Moment die ICAD-App zeigen und dann freue ich mich, wenn du und wir beide dann entsprechend die Fragen beantworten können. Ich begrüße auch an der Stelle nochmal ganz herzlich einige von unseren ICAD-Usern, die zugeschaltet sind. Es gab schon sehr nette und auch an deine Adresse sehr positive Kommentare. Sowas sehen wir doch immer wieder gern und das bestätigt uns auch in dem, was wir hier tun. Ja, und jetzt sehen wir hier auf dem Bildschirm einmal unsere Einsatzstelle. Dann ist es natürlich ganz schön, Luis hat es eben angesprochen, wenn man in diese, besonders in der Erstphase des Einsatzes, aber nicht nur da, entsprechend doch einiges dort sehen kann und sich nicht nur auf seine Sinne, die Einschätzung oder die Aussage von Augenzeugen verlassen muss, sondern schon so ein paar digitale Helfer an der Hand hat. Luis hat es eben schon gezeigt, wir sind hier zu diesem Forstleitungspunkt alarmiert worden. Das ist eine Stelle, die kennt man noch, da hat man vielleicht auch Ortskunde. Fängt natürlich schon an, wenn Kräfte von weiter außen hinzukommen sollen, dann fehlt die vielleicht so ein bisschen. Ja, jetzt sind wir hier an unserer Einsatzstelle. Er hat es gerade angesprochen, was ist denn wichtig? Das Wetter. Ne? Jetzt haben wir hier neben so einen schönen Button und dann gucke ich mal, wie sind denn Windgeschwindigkeit, Temperatur, wie wird sich das vielleicht auch in der Zukunft entwickeln in den nächsten Stunden. Allerdings muss man hier dazu sagen, am Anfang greifen wir da auch auf Daten des Wetterdienstes zu, kann man dann aber auch mit mobilen Wettergeräten koppeln und von daher gesehen, haben wir da immer schon mal eine sehr aktuelle Übersicht über die Lage. Ja, das nächste natürlich Messfunktion. Das beginnt einfach mal mit dem einfachen Ausmessen der betroffenen Fläche. Wie groß ist die denn? Hand aufs Herz.
man hat da dann doch öfter mal die Situation, dass man sich da vielleicht verschätzt. Das hat natürlich dann entsprechende Auswirkungen. Zum einen will man ja auch entsprechend nachalarmieren. Ich finde es halt immer ganz toll. Auch gerade bei unserem Landkreis gibt es da wirklich ein gutes Konzept, was die Alarmierungskette betrifft und auch die Nachalarmierung der Kräfte betrifft, ihr Einsatzstichwort. Habe das selbst im Einsatz schon auch erlebt und es gibt dir doch vorne einfach ein bisschen Sicherheit, wenn du weißt, jetzt kommt da auch ein bisschen was entsprechend der Lage. Jetzt kann ich hier mit einfachen Klicks in der Karte mal gucken, wie groß ist denn diese Fläche. Und da sehen wir dann auch schon, dass hier so ein paar Quadratmeter eben brennen. Auf der anderen Seite kann ich jetzt mal schauen. Ich gehe mal so ein bisschen die Ortsbebauung, die wir haben. Und was vermute ich hier? Ich vermute zum Beispiel Hydranten. Jetzt machen wir mal eine ganz einfache Längenbemessung. Wir gehen mal von diesem Hydranten aus, gehen mal hier den Weg lang. Ihr seht, ihr könnt ohne umzuschalten eine Fläche messen, ihr könnt aber auch einfach eine Strecke messen. Das wären jetzt 355 Metern. Jetzt fängt der ein oder andere schon natürlich an zu rechnen, was habe ich so an Schlauchmaterial auf meinen Fahrzeugen dabei. Weitere Informationen, die ihr ein- und ausblenden könnt. Was haben wir denn hier beispielsweise für Leitungsdurchmesser? Das heißt, reicht uns denn das Wasser von dem Hydrant aus? Und ihr seht es an der Stelle, wir haben hier verschiedene Hydranten, haben ein Ringleitungs- oder Verästelungssystem. Das sind einfache Informationen, die uns da natürlich weiterhelfen. Ihr könnt diese Daten mit ICAT ganz einfach jederzeit offline aufrufen. Das ist halt wichtig. Ihr kennt das und egal, ob das jetzt hier in Fernwald ist oder ob das auch ein bisschen weiter draußen ist, wir haben ganz oft die Situation, dass man keine Internetverbindung hat. Das, was ich gerade gezeigt habe, sind schon eigentlich relativ große Datenmengen. Von daher gesehen auf jeden Fall Offline-Fähigkeit wichtig. Das nächste ist, und das ist ein großer Mehrwert von ICAT, wir verheiraten quasi Daten, die ihr aus verschiedenen Quellen beziehen könnt, die euch in der Situation wichtig sein können. Das kann hier das Luftbild sein. Wir haben es aber eben auch gerade schon gesehen, das könnte jetzt zum Beispiel, wenn es ein bisschen weiter in den Wald geht, eine Waldbrandeinsatzkarte sein, die Forstabteilung. Das ist auch ganz wichtig, wenn man zum Beispiel mit Kräften des Forstes, hier bei uns ist es Hessenforst, in Kommunikation steht, die reden von diesen Forstabteilungen und so hat man natürlich an der Stelle auf jeden Fall den Vorteil, dass man die gleiche Sprache spricht. Das verheiraten wir eben mit kommunalen Daten. Das kann eben nach Wunsch, das kann das Wasserleitungsnetz sein, das kann das Hydrantennetz in dem Fall sein, es können auch Kanäle sein, was man eben an der Stelle benötigt. Je nach Bundesland gibt es da ja auch noch offizielle Informationen zu Wasserentnahmestellen und Zisternen. Außerhalb können wir uns gleich nochmal an einem Beispiel aus Brandenburg angucken. Und es gibt natürlich jederzeit die Möglichkeit, dort eigene Informationen und sogenannte Points of Interest zu hinterlegen. Ganz wichtig ist natürlich, wenn ich jetzt Kräfte nachfordere, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Ihr könnt jetzt sagen, die sollen zum Rettungspunkt DI9H fahren. Irgendwo findet man sicherlich auch eine Karte. Einfacher ist es natürlich, wenn man hier einen Doppelklick drauf macht und hat eine Koordinate oben. Die Koordinate, die kann ich auch natürlich umschalten in alle gängigen Koordinatensysteme, je nachdem, mit was man kommuniziert. Und ich kann das Ganze auch natürlich sonst wo setzen, frei in die Landschaft. Sollte dann doch mal ein Hubschrauber zum Einsatz kommen, kann der natürlich dort zielgenau Wasser abwerfen oder hat zumindest mal einen Anhaltspunkt. Oder es könnte auch ein weiterer Sammelpunkt für Kräfte sein, der eben weit weg liegt, weil ihr seht natürlich auch, Forstrettungspunkte sind eine ganz tolle Erfindung, finde ich auch. Aber das ist jetzt mal so eine mittelgroße Gemeinde. Ihr seht auch, wie weit die auseinander liegen. Übrigens, der blaue Punkt zeigt, wo ich bin. Und von daher gesehen ist es doch sinnvoll, wenn man sich da selbst auch nochmal Zwischenmarkierungen setzen kann. Ja, was kann man noch damit? Man kann suchen. Jetzt ist es ja so, es gibt bei ICAT viele verschiedene Möglichkeiten, wie das ganze System aufgebaut ist. Ihr seht es jetzt hier auch. Hier haben wir mal eine Kommune, die das Ganze nutzt. Aber die Kommune fährt nun mal auch Einsätze außerhalb ihres Gebietes und ihres Einsatzgebietes. Und jetzt sind hier natürlich ganz, ganz viele Forstrettungspunkte irgendwo. Und ihr kennt es alle, könnt ja mal schauen, wie es bei euch organisiert ist. Entweder habt ihr es irgendwo im Fahrzeug einlaminiert liegen oder auf einer CD. Auf jeden Fall sind es, ja in Anführungszeichen, dumme Daten. Nicht, weil sie von dummen Leuten gemacht sind, ganz im Gegenteil. Sondern weil die Daten eben einfach mit mir nicht kommunizieren, außer dass ich eine Karte lesen muss. Dann haben wir hier oben nämlich eine Suchfunktion. Jetzt können wir uns hier mal einen Forstrettungspunkt auswählen. Den kann ich jetzt hier scrollen. Hier sind ein paar mehr drin, auch kreisübergreifend. Ich gebe mal jetzt den GI, das war die Nummer 9, den gebe ich jetzt mal ein, der ist hier.
jetzt kann ich dorthin springen in der Karte, aber ich kann auch was viel Cooleres machen. Ich kann natürlich jetzt auch gleich sagen, bitte hin navigieren. Ich löse jetzt hier unten die Navigation aus. Und dann seht ihr, dann wird mir hier die Navigation angezeigt. Ich wäre jetzt in ungefähr 6 Minuten dort vor Ort. Das ist der kürzeste Weg. Ich kann natürlich verschiedene Routen auswählen und alles, was dazugehört. Und bin so am Start. Das ist natürlich für nachrückende Kräfte ganz einfach. Und vor allem, das ist natürlich auch für die ELW-Besatzung sehr einfach. Denn ich kann mir jetzt ersparen, fahrt mal bei der dritten Schneise links und dann wieder rechts. Könnte ich zwar mit E-Card natürlich auch alles sehen. Aber ich habe es doch ganz einfach, wenn die überörtlichen Kräfte E-Card nutzen und sagen, ich navigiere jetzt hier hin. Dann haben wir damit schon mal auf jeden Fall sehr viel gewonnen. Man kann E-Card natürlich auch noch weiter ausbauen. Man kann es auf kommunaler Ebene sogar so weit runterbrechen, dass man die kommunalen Katasterdaten hier mit einliest. Das ist eine weitere Möglichkeit, die ich habe. Dann kann ich eben schauen, wem gehört dieses Feld. Ich kann auch schauen, ist ein öffentliches oder nicht öffentliches Grundstück. Das können wir auch darstellen, ohne eben die Eigentümerdaten. Das hat ja auch was mit Datenschutz zu tun, dort anzuzeigen, was wir mitliefern. Jetzt kommen wir mal ein bisschen von unserem Vegetationsplan weg. Wir liefern eben topografische Karten mit, das kann man sich alles selbst zusammenstellen. Die Forstsammlungspunkte schalte ich jetzt an der Stelle mal aus und gucken uns das jetzt hier an der Lahn in Gießen mal ein bisschen an. Das ist viel interessanter noch. Ihr seht, Schutzgebiete liefern wir euch mit und jetzt gerade tagesaktuell. Ich hoffe, wie gesagt, ihr bleibt davon verschont. Mal so ein bisschen die Überschwemmungsgebiete. Wenn wir das zum Beispiel mit dem kommunalen Kanal zusammenlegen, dann wissen wir ganz genau, wo können wir unser Wasser hinpumpen, wo läuft es hin. Also wir haben hier dann doch ganz viele Informationen und ich hatte es ja auch eingangs schon mal erwähnt, wir verheiraten eben Daten, die es in vielen Portalen gibt. Ich sage immer, Geoportale sind ein großer Schatz, der auch für die Rettungskräfte jeglicher Organisation absolut wertvolle Informationen liefert. Nur oft hat man die Daten nicht offline und oft hat man sie in ganz vielen verschiedenen Systemen zur Verfügung. Das machen wir mit E-Card so, da setzt man einen Deckel drauf und dann haben wir eben alles in einer App und alles vor allem offline. Hier nochmal ein Beispiel, was man zum Beispiel mit eigenen Punkten machen kann. Hier kann man jetzt so ein Messpunktekataster für Gefahrgut integrieren. Das ist eine Sache. Ihr habt selbst sicherlich, wenn ihr mal euer Einsatzgebiet anschaut, sicherlich die ein oder andere Idee, wo ihr dann halt mit einfach solche Informationen darlegen könnt. Ihr könnt hier Radien, wir haben es ja vorhin gerade gesehen, ihr könnt jetzt einen Radius setzen an der Stelle, den könnt ihr beliebig erweitern. Das kann ein Evakuierungsradius sein, es kann ein Absperrradius sein. Ich sehe es in meiner eigenen Kräfte, safe, ja. Wir hatten ja den Fall jetzt in Hessen auch, dass man bei einem Waldbrand eine Bombe gefunden hat, eine Granate und will natürlich, dass die eingesetzten Kräfte dort einfach safe sind und macht das eben anhand des Radius und noch vieles mehr. Zur Suchfunktion, wir können auch noch nach, ganz normal können wir nach Adressen suchen. Auch sehr genau. Der Vorteil hier ist eben, wenn wir hier die kommunalen Daten mit einarbeiten, dann haben wir auch eine genaue Adressanzeige. Wir kennen das mal so ein bisschen. Es gibt ja da ja viele Werkzeuge, wo man auch eine Einsatzstelle angezeigt bekommt. Und dann liegt die aber auf einmal noch einen halben Kilometer entfernt von der tatsächlichen Einsatzstelle. Das ist in der bebauten Ortslage nicht ganz so schlimm. Das kann aber außerhalb der bebauten Ortslage schon zu Verzögerungen oder falschen Anfahrten führen. Das haben wir halt mit E-Card dann an dem Punkt nicht, diese Fehlerquelle. Die haben wir damit dann ausgeschlossen. Ihr könnt selbst Dokumente hinterlegen, das können Feuerwehrpläne sein. Auch hier könnt ihr ganz einfach wieder suchen, könnt in die Karte springen oder könnt dorthin navigieren lassen. Wenn wir den jetzt suchen, haben wir hier eine rote Markierung. Das kann jetzt wie in dem Fall ein Feuerwehrplan zu einem Gebäude sein, den ihr jetzt auch in dieser Zeit ganz schnell aufrufen könnt. Da könnt ihr natürlich einen Screenshot machen, ihr könnt hier drin rumzeichnen. Ihr könnt schauen, welche Räumlichkeiten sind bereits abgesucht, zum Beispiel von meinen Atemschutzgeräteträgern, aber auch eben an der Stelle mal vielleicht einen Warnhinweis geben. Passt mal auf, ihr kommt jetzt die Treppe hoch, ihr habt da jetzt links gleich einen Raum, wo die Heizung drin ist. Ihr könnt das Ganze speichern, auch zu Dokumentationszwecken nutzen. Das ist eine von vielen Sachen, die die E-Card-App eben mitliefert. Aber das macht man eben ganz anwenderspezifisch und kann es auch sukzessive aufbauen. Man muss also nicht gleich das Komplettpaket haben.
Wichtig ist, man kann das Ganze örtlich, überörtlich, regional aufbauen. Das liegt so ein bisschen an euch. Ich habe gesagt, wir gehen mal kurz nach Brandenburg. Ein Beispiel, Luis hat es vorhin auch genannt, wären jetzt hier zum Beispiel Kampfmittelverdachtsflächen. Dann sehe ich gleich, wie ich mit den Kampfmittelverdachtsflächen umzugehen habe. Finde ich mich innerhalb oder außerhalb? Das ist für mich natürlich ein wichtiger Hinweis. Dann haben wir die Wasserentnahmestellen, die hier so ein bisschen außerhalb sind, die hier eingezeichnet sind. Das liefert zum Beispiel das Land mit. Das ist eine Sache, die man jetzt mit den kommunalen Hydranten gemeinsam gekoppelt wieder richtig toll darstellen kann. Eisenbahnstrecken mit Kilometrierung und Übergängen, das sind natürlich auch immer ganz wichtige Themen. Auch sowas liefern wir eben schon automatisiert mit, wenn es euch betrifft. Und ansonsten ist es so, dass man das Ganze wirklich so aufbaut, wie es vor Ort sein muss. Es gibt immer einen Standard, nach dem man vorgeht. Und dann schaut man eben, welche Daten hat die Kommune, welche Daten hat das Land, welche Daten hat der Landkreis und stellt die uns zur Verfügung. Und das gehört eben bei uns auch dazu. Man bekommt nicht einfach eine App oder ein leeres Programm, sondern man bekommt von uns auch eine Beratung. Was kann man wo entsprechend bekommen, in welchem Format? Also das gehört bei uns auch alles dazu. Und die Frage wird ja auch oft gestellt, wie kommen die Daten in die App rein? Im Prinzip ist das das Rundum-Sorglos-Paket. Wir bauen die App so auf, wie sie sein soll. Ihr könnt beispielsweise eure Feuerwehrpläne, wie ich eben gerade gezeigt habe, ihr könnt Fotos, ihr könnt solche Dinge hinterlegen an Örtlichkeiten, an Adressen oder Koordinaten. Das kann auch tagesaktuell geschehen, das muss es ja eigentlich auch. Aber ansonsten, wie gesagt, alles andere, da sind wir natürlich gerne bereit, eine schöne App gemeinsam aufzubauen. Und da lassen wir uns natürlich auch gerne von den Wünschen der Anwender leiten. Was man auch noch kann, man kann eine Drohne anbinden. Ich zeige es jetzt einfach mal hier, ich habe jetzt keine, mit der ich fliegen kann. Aber wenn ihr eine Drohne zum Einsatz bringt, die beispielsweise über die verbrannte Fläche fliegt oder über die betroffene Fläche, das Gleiche kann auch bei einer Personensuche sein, dann drückt ihr neben auf unseren Drohnen-Button und das Ganze wird an der Stelle eingeblendet. Ihr seht die wichtigsten Parameter der Drohne und ihr würdet jetzt die Flugstrecke der Drohne sehen, den Standort der Drohne und auch das Bild, was die Drohne zeigt und das völlig unabhängig vom Tun und Wirken des Piloten. Um das Ganze jetzt nochmal hoch zu machen, ich habe es gerade gesagt, hier könnt ihr euch zum Beispiel auch mal die Zufahrt zu einem Messpunkt anzeigen lassen, habe ich jetzt mal ein Foto hinterlegt, das könnt ihr alles selbst machen, das können auch Zufahrtswege zu abgelegenen Objekten sein, zu Windrädern, das können auch in dem Fall Wasserentnahmestellen irgendwo im Wald sein, das geht alles selbst und funktioniert auch ziemlich einfach mit Hilfe eines Backends. ICAT kann als App eingesetzt werden, aber auch als komplettes Auskunftssystem, eben auch auf Laptops, auf PCs. Es ist systemunabhängig und wir empfehlen, die Frage kommt ja oft, für die App-Nutzung Apple-Geräte, zumindest mal auf einem Tablet oder auf einem iPhone, aber es funktioniert auch auf anderen Systemen. Das würde man dann eben auch bilateral besprechen. Ja, damit möchte ich es jetzt erstmal gut sein lassen. Ich freue mich jetzt auf Fragen an Luis, auch an Fragen zur ICAT-App und natürlich auf eine Kontaktaufnahme eurerseits, nachfolgend zur Veranstaltung. Ihr könnt uns dort jederzeit erreichen. Und abschließend dazu einfach nochmal kurz zu ICAT. Uns gibt es seit 2017. Wir sitzen in Wettenberg in Hessen. Wir wurden von Einsatzkräften für Einsatzkräfte gegründet. Also wir haben uns mal zusammengesetzt im Kreis von Feuerwehrkameraden und haben geguckt, was braucht man denn so an der Einsatzstelle. Ich habe ja eben einige schon aufgezählt, haben uns dann mit dem Ingenieurbüro zusammengetan, was bei unserer Region gesetzt ist und haben eben da mit Experten zusammen die ICAT-App entwickelt. Das zeigt auch nochmal unsere Stärke, weil wir einfach in der Lage sind, eben auch verschiedene Informationen aufzubereiten, grafisch aufzubereiten und das Ganze eben in die App einzubauen.
Ja, nochmal in 5 Worten das zum Abschluss. Wie muss ein System sein, was eben von Einsatzkräften in verschiedenen Hilfsorganisationen in Stresssituationen eingesetzt wird? Es muss robust sein, das heißt einfach zu bedienen. Ihr habt es gerade gesehen, wir haben ein Kartenfenster, wir haben eine Ebenensteuerung ohne Unterebenen. Es gibt nur An und Aus. Die kann man sich auch selbst zusammenlegen. Das heißt, man kann sich vorher schon Gruppen bilden, was soll angezeigt werden oder was nicht. Das Ganze soll offline funktionieren. Ich habe es gesagt, ohne Internetverbindung, überall, intuitiv. Wie gesagt, keine Unterebenen, keine versteckten Ebenen. Trotzdem immer noch individuell aufbaubar sein. Ja, und vor allem GIS-unabhängig. Es sind ja doch viele Geoinformationen hinterlegt. Da gibt es die verschiedenen Systeme, die auch im kommunalen Bereich oft im Einsatz sind. Unabhängig davon setzen auch viele Kommunen ICAT dort ein, in allen Abteilungen, vom Ordnungsamt über den Bauhof, über auch politische Gremien. Wir können Daten aus verschiedenen Systemen zusammenfügen, können die einfach und schnell darstellen. Und dabei ist es uns auch völlig egal, aus welchem System die kommen. Das machen wir einfach. Ja, dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Und wir stehen jetzt für Fragen zur Verfügung. Der Louis ist auch schon wieder da. Und ich stoppe mal die Bildschirmübertragung, dass man mich wieder sieht. Und dann schauen wir mal, was so an Fragen gekommen ist. Ja, ich greife mal den Ball schnell schon mal auf, dann kannst du in Ruhe noch mal kurz gucken. Eine Frage ist gekommen, und zwar, was gehört meiner Meinung nach auf ein Löschfahrzeug rund um das Thema Vegetationsbrandbekämpfung? Also ich persönlich würde es wichtig finden, dass wir mit einer geeigneten PSA starten, das ist schwierig. Am allerwichtigsten finde ich, dass ihr auf jeden Fall FFP2, FFP3 Masken möglichst schon in der Gesichtsschutzmaske, das gelbe Ding, wo der Filter drin involviert ist, auf dem Fahrzeug bereit habt. Das muss nicht jede Einsatzkraft im Gerät ausliegen haben, dann vergisst man es, sondern es muss ganz klar auf dem Fahrzeug für die Anzahl der eingesetzten Kräfte verfügbar sein. Auch der Maschinist, der vielleicht weit weg steht, braucht es, und der Gruppenführer hat nach wie vor keine eiserne Lunge. Auch der sollte sich damit entsprechend dann ausrüsten. Fakt ist auch, Klammer auf, denkt an die Pausen. Es ist ein erhöhter Atemwiderstand, da brauchen wir nicht drüber reden. Macht Pausen und dann können wir das Thema Atemschutz hier auch abschließen. Für die direkte Brandbekämpfung würde es sich natürlich anbieten, D-Schlauchmaterial vorzuhalten. Ich möchte nicht sagen, dass nur D das Mittel der Wahl ist. Es ist auch durchaus so, dass wir C-Material einsetzen müssen. Bei entsprechenden Brandverhältnissen. In Brandenburg in der Lausitz zum Beispiel wird nur mit C gearbeitet, weil die einfach von vornherein sagen, dass es dort zu einer größeren Brandintensität kommt. Da muss mit C gearbeitet werden. Entsprechend kommt da aber auch die Kavallerie hinterhergerückt mit weiteren Wasserfahrzeugen. Egal, was ihr einsetzt, wassersparend arbeiten. Das Strahlrohr muss nicht immer auf sein. Man kann, wenn man Sprühströße abgibt, das Strahlrohr auch nochmal zumachen, weiter voranlaufen. Ihr seht Flammen wieder anmachen, ausmachen und weiter geht's. Wassersparend, achtet ein bisschen auf die Pumpe, brauchen wir nicht drüber reden, zweifelsfrei einen Bypass bauen. Aber D-Schlauchmaterial, so 90 Meter auf dem Fahrzeug solltet ihr vorhalten. Da gibt es ganz einfache Rucksackvarianten, wo ihr nochmal 2 Strahlrohre, einen kleinen Verteiler mit reinpacken könnt, ein Übergangsstück, wovon dann aus wunderbar gearbeitet werden kann. Darüber hinaus Feuerpatschen, ja, auch die altdeutsche Variante, aber natürlich auch gerne die neueren, innovativeren, die natürlich auch wesentlich kleiner in den Packmaßen sind. Das ist gerade interessant für Fahrzeuge mit dem TSFW oder TSFW-Fahrzeuge wären, wo halt auch nicht so viel Platz drauf ist. Und dann nach Möglichkeit 1, 2 Löschrucksäcke halt auch ganz klar, dass man hier, sollte man mit dem Schlauch nicht weiterkommen, dann halt entsprechend halt auch dann mit den Löschrucksäcken arbeiten kann. Ganz wichtig, persönlich finde ich, dass man das Ganze versucht, modular zu halten. Wie oft habt ihr Vegetationsbrände? Wie oft habt ihr andere Einsätze? Dann kann man im Zweifelsfall die Kiste Vegetation mal ein bisschen rausräumen und dafür kommt dann die Kiste Sturm oder Hochwasser halt dazu. Das würde ich wichtig finden. Ja, man kann auch ein Werkzeug dazu packen. Ihr habt aber einen Spaten dabei, der notfalls arbeiten kann. Ihr habt die Feuerwehraxt dabei, mit der man notfalls den Boden auflockern kann. Also würde ich sagen, Löschrucksack, D-Schlauchmaterial, nicht nur die 5 Meter von der Kübelspritze, eine Feuerpatsche, 1, 2 und ganz klar die Gesichtsschutzmasken. Das ist etwas, was man mitnehmen sollte. Und
entsprechend dessen muss man halt natürlich gucken, was das Ganze kostet. Man sollte schauen, dass man das, also man kann das günstig kaufen, man kann hochwertige Schläuche kaufen, die länger halten. Man kann aber auch, ich sag mal, den normalen D-Druckschlauch kaufen, der sich natürlich mit der Zeit durchs Gebüsch abreiben wird. Es kommt darauf an, wie oft man wirklich in den Einsatz geht. Also so ein Löschrucksack liegt um die 200, 220 Euro, muss man ganz klar sagen. Eine Feuerpatsche, wenn man jetzt die Feuerpatsche aus Deutschland nimmt, glaube ich, bei 40, 50, 60 Euro. Wenn man die Feuerpatsche aber entsprechend aus Spanien nimmt, ist man auch mal schnell bei 150, 160 Euro. Das ist halt auch ganz klar. Und dann, ja, die Schlauchmaterial, das, da habe ich ehrlich gesagt jetzt gerade nicht so die Preisverstellung. Und was ich nochmal anfügen möchte, Strahlrohr. Man kann natürlich ein D-Hohlstrahlrohr nehmen. Man kann aber auch ein D-Mehrzweckstrahlrohr für 20, 30 Euro nehmen. 25 Liter die Minute, gerade bei Nachlöscharbeiten, natürlich mega effektiv, um Wasser zu sparen, aber auch um Wasser rauszubringen. Und unabhängig von Güllefass, was mich wieder auffüllt oder die Wasserversorgung herstellt, von dreckigem Wasser aus dem Bach oder ähnlichem, die Hohlstrahlrohre können natürlich verschmutzen, aber das Mehrzweckstrahlrohr eher weniger. Es hat alles Vor- und Nachteile, fängt beim Preis an und geht über die Handhabung. Dies mal so als meine Fragen, die bisher aufgetaucht sind. Ich würde jetzt nochmal quasi an Marc den Ball zurückspielen. Du hast, glaube ich, auch noch ein, zwei Fragen. Und dementsprechend sage ich nochmal herzlichen Dank für die Frage. Wenn ihr noch mehr habt, gerne jetzt noch stellen. Ansonsten, Marc, bitteschön. Genau. Vielen Dank, Luis, für die Beantwortung. Ich übernehme das Ganze jetzt mal für uns. Es sind jetzt doch einige Fragen eingegangen. Ich fasse das mal so ein bisschen zusammen und auch hier wieder der Hinweis, wenn jemand noch weitere Informationen braucht, ihr habt euch ja auch angemeldet bei uns. Wir kommen eh nochmal auf euch zu. Und auf der anderen Seite natürlich jederzeit die Möglichkeit, mit uns direkt in Kontakt zu treten, sich das Ganze auch mal anzugucken und vor allem auch die eigenen regionalen und örtlichen Gegebenheiten dann mit in die Präsentation und Darstellung einfließen zu lassen. Vieles dreht sich natürlich bei uns über die Nutzbarkeit auf verschiedenen Systemen oder die Datenbeschaffung. Jetzt zum Beispiel die Frage, gibt es ICAT auch für Android? Oder hat man auch die Möglichkeit, über eine Browser-App das Ganze zu bedienen oder über den Browser? Da kann ich jetzt an der Stelle mal sagen, für euch, die jetzt hier in dem Seminar dabei sind und natürlich für die derzeitigen ICAT-Anwender, ist das jetzt eine relativ neue Nachricht. Für euch sogar hier jetzt ganz exklusiv. Ja, ICAT funktioniert auf verschiedenen Systemen. Ich habe das mal in einem Nebensatz gesagt. Wir empfehlen natürlich weiter für die App-Nutzung Apple. Das hat einfach verschiedene Vorteile. Die Geräte laufen einfach sehr robust. Die ziehen sich nicht einfach im Update. Ihr bekommt vom Preis-Leistungs-Verhältnis auch was Gutes. Ein sehr, sehr kleines, einfaches iPad hat eine sehr gute Ortungsfunktion oft drin. Die Geräte sind gut miteinander zu vernetzen. Das war jetzt der in Klammern Werbeblock für die Hardware. Ansonsten kann man ICAT natürlich dann entsprechend der systemrelevanten Oberflächen auf verschiedenen Systemen benutzen. Man kann das Ganze als Browser-Version nutzen, kann sich das irgendwo auf einem Server einrichten. Das sind aber keine hohen Hardware-Anforderungen, das sage ich gleich, denn das ist immer unser Ziel. Man kann das Ganze als vollwertiges Auskunftssystem im Büro nutzen, man kann es auf dem ELW einsetzen, hat dann auch natürlich noch ein bisschen mehr Zeichenfunktionen und dergleichen da. Wer da Interesse dran hat, einfach Kontakt mit uns aufnehmen. Wir zeigen das Ganze gerne mal. Das ist eine sehr neue Sache, deswegen wurde es bisher noch nicht so beworben. Das fängt aber jetzt die nächsten Tage an. Das war heute quasi so der Auftakt dafür, dass wir jetzt auch rausgehen und sagen, es funktioniert wirklich auf allen Systemen. Ist die App nur online verfügbar? Ist die Frage gestellt worden? Also das sieht natürlich so aus, die App muss aufgebaut werden. Das machen wir, da sind mitunter riesige Datenmengen mit drin, je nachdem, wie viel kommunale Daten man auch einliest, wie groß das Gebiet ist, was die App abdeckt. Da steckt natürlich ein bisschen Know-how dahinter, was wir gerne einbringen. Das heißt, wir müssen oft Daten auch klein rechnen. Manchmal müssen die auch ein bisschen ästhetisch angepasst werden, damit man das Ganze auch gut sieht. Das ist natürlich eine Arbeit, die müssen wir machen und deswegen bauen wir die App auf für den Kunden und stellen die über B2B-Stores und solche Möglichkeiten zur Verfügung. Das heißt, die kann man sich jetzt nicht einfach in einem App-Store laden. Da kann man sich eine Demo-Version laden. Das wird auch noch ein bisschen ausgebaut zukünftig.
Aber man muss dann schon mit uns gemeinsam eine App aufbauen. Nicht zuletzt geht es ja auch oft um datenschutzrechtliche Belange oder Daten, die auch so ein bisschen der Geheimhaltung unterliegen. Im Einsatz funktioniert die App natürlich komplett offline. Ich habe es an mehreren Stellen gesagt. Alles, was in der eCard-App drin ist, braucht keine Internetverbindung, funktioniert jederzeit und überall. Wie gesagt, und dann kommen wir auch vielleicht an den Punkt mal zur Preisgestaltung. Es ist halt nicht irgendeine App, die man sich mal runterlädt, wo mal etwas drin ist, sondern es ist wirklich halt ein komplettes System, wo verschiedene Datenbestände sinnvoll miteinander kombiniert sind und kombiniert werden oder entsprechend auch angepasst werden von uns. Das geht natürlich von der absoluten Basisversion. Mit 890 Euro geht es los, dass wir die aufbauen, und dann kann man das Ganze eben skaliert darstellen, je nachdem, was man noch drin haben will. Ob man jetzt zum Beispiel nur Hydranten als Punkte drin haben möchte, ob man kommunale Wasserleitungen, je nach Größe der Kommune, kann es auch interessant sein, andere Fähr- und Entsorgungsleitungen darzustellen. Das ist also absolut skalierbar, und das würde man einfach im Detail mal gemeinsam besprechen und sich das alles dann mal für sich zusammen mit uns aufstellen lassen. Dann haben wir noch, wie immer, die Frage zur Datenbeschaffung. Ja, das kann man gar nicht oft genug erwähnen. Ich habe es eben gerade schon sehr lange aufgeführt. eCard an sich ist auf jeden Fall ein System, was wächst, was wachsen kann und wo kommunale Datenbestände und eben öffentlich zugängliche Datenbestände sinnvoll miteinander kombiniert werden. Aber keine Angst, wenn ihr jetzt mit uns zusammenkommen würdet und euch entscheiden würdet, eCard zu nutzen, sind wir immer da. Unsere Berater und Beraterinnen helfen euch da. Ihr bekommt Formblätter, welche Daten man braucht, an welchen Stellen die Daten anzufordern sind, in welchem Format. Da müsst ihr euch eigentlich um nichts kümmern. Das machen wir für euch, und so wächst das ganze System. Die Frage ist, sind die Hydranten von Beginn an sichtbar? Ihr könnt euch tatsächlich selbst einstellen, was von Beginn an sichtbar ist in der App. Ich persönlich finde es sinnvoll, weil Hydranten braucht die Feuerwehr natürlich im Tagesgeschäft sehr oft. Also so, ich empfehle immer, das Luftbild auf jeden Fall von Anfang an drin zu haben. Und die Hydranten und alles Weitere steuert ihr euch selbst. Da habt ihr als Administrator einen Zugang. Da könnt ihr Benutzerrollen steuern, wer was sehen darf. Spannend wird es natürlich, wenn datenschutzrelevante Daten wie Einwohnerdaten beispielsweise drin wären, dann könnt ihr eben steuern. Machen wir bei uns so, dass die Leitung der Feuerwehr die sehen kann. Auf den Löschfahrzeugen könnt ihr es dann nicht sehen. Und so macht ihr das mit allen Sachen. Es kann natürlich auch sein, wenn ihr jetzt überörtlich irgendwo hinfahrt, dann habt ihr vielleicht von Anfang an gerne eine topografische Übersichtskarte des ganzen Landkreises gerne von Anfang an drin. Aber das könnt ihr euch alles wirklich in freier Kombination einstellen. Und auch an der Stelle nochmal, wir pflegen alles ein. Die Nutzer müssen gar nichts selbst machen, außer Feuerwehrplänen, Bildern, eigene Dokumente, die man hinterlegen muss und die dann auch wirklich tagesaktuell sein sollen. Das ist eben unsere Dienstleistung, aber auch der Mehrwert. Wenn man eben eCard nutzt, muss man eben nichts selbst einpflegen. Ja. Gut, dann würde ich sagen, erstmal herzlichen Dank auch für eure Fragen. Wie gesagt, gerne im Nachhinein. Ich kriege gerade die Anzeige, dass auch noch Fragen kommen. Okay, dann denke ich, können wir auch die 2-3 Minuten dranhängen. Die Zeit haben wir auf jeden Fall. Genau, während die Fragen kommen, kann ich ja noch mal ganz kurz einspringen. Sehr gerne, ja. So funktioniert das ja auch wunderbar. Ja, vielen Dank für deine Ausführung. Also ich bin natürlich auch mega begeistert zu sehen, was man gerade in Bezug auf die Vegetationsbrandbekämpfung für den Gruppenführer aufwärts damit natürlich erreichen kann und wie einfach man damit dann auch das Leben oder den Einsatz gestalten kann. Und ja, freue mich auch, dass ich natürlich hier heute dabei sein durfte, um genau da eCard auch nochmal gut kennenzulernen, um das auch gemeinsam mit dem Vortrag Vegetationsbrandbekämpfung so ein bisschen in Einklang zu bringen. Und ja, freue mich sehr darüber, wie gesagt, dabei sein zu dürfen. Vielen Dank an dieser Stelle auch nochmal für eure Einladung und vielen Dank natürlich für die Teilnehmer, für die Frage und dafür oder für die Fragen und dafür, dass ihr uns so zahlreich zugeschaut habt. Und warten wir mal, was noch an Fragen kommt. Und
dann können wir, denke ich, auch so langsam das Ende etwas einläuten. Ich mit meinem Teil bin auf jeden Fall schon mal durch. Ich habe auch gerade noch mal geguckt. Für mich gibt es erstmal soweit keine Fragen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt eine E-Mail. Wir haben eine Homepage, firetoolbox.de, ganz einfach gestaltet. Schaut darauf, gibt ein Kontaktformular oder ihr schreibt uns unter info@firetoolbox.de und wir versuchen gemeinsam eine Lösung für eure Frage zu finden. Damit gebe ich, denke ich mal, den Ball wieder zurück an Marc und sage an dieser Stelle schon mal einmal tschüss. Danke dir und tschüss, schönen Abend nach Norddeutschland. Danke dir. Und bis bald. Ja, es geht jetzt nur um organisatorische Dinge. Also die Frage ist natürlich, ob man die Präsentation und weitere Informationen noch bekommen kann. Dann nehmt einfach Kontakt mit uns auf, dann schicken wir euch die Sachen auch zu. Des Weiteren ist auch euer YouTube-Link natürlich noch länger gültig. Ihr könnt euch das alles jederzeit auch nochmal anschauen. Unsere Kontaktdaten habt ihr ja, weil ihr euch ja auch bei uns angemeldet habt. Von daher gesehen machen wir das Ganze auch sehr einfach für euch alle. Wir hatten es ja beim letzten Mal auch, dass dann doch auf dem YouTube-Channel dann doch noch etliche Leute sich die Präsentation im Nachgang angesehen haben. Es kann ja auch so sein, dass man mal einen Einsatz hat oder was anderes bei dem schönen Wetter dazwischen gekommen ist, wenn man schönes Wetter hat. Und von daher gesehen gibt es da immer die Möglichkeit im Nachgang, das nochmal zu schauen oder mit uns eben in Kontakt zu treten. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, vielen lieben Dank, dass ihr da wart, dass ihr uns zugeschaut und zugehört habt. Vegetationsbrandbekämpfung wird uns in den kommenden Jahren noch beschäftigen. Und ich muss sagen, auch Luis bei dir oder auch beim Kollege, beim Tobi, ist, ich lerne immer noch was dazu, obwohl ich auch schon lange genug aktiver Feuerwehrmann bin. Und ich hätte dir auch noch 2 Stunden zuhören können. Das sollen die Leute dann aber direkt bei dir buchen. Übrigens auch eine Heißausbildung und natürlich gerne in Kombination mit ICAT-Vorführung. Da sind wir alle zu bereit und freuen uns, vor allem dazu beitragen zu können, dass ihr alle eure Einsätze in Zukunft erfolgreich abarbeitet und vor allem immer wieder gesund und glücklich nach Hause kommt. Denn das ist das Allerwichtigste. In dem Sinne, euch eine gute Zeit, bleibt gesund und bis bald.